Mythen und Methoden der Klimaleugner. Wir wollen uns jetzt mit verschiedenen, also fünf verschiedenen Themen beschäftigen. Die ersten beiden vor der Pause ist erstmal die Methoden der Wissenschaft ein bisschen kennenlernen. Ne? Wieso kann man überhaupt so eine Aussage machen? Klimawandel, wir stehen vor großen Herausforderungen. Muss ja sozusagen auch wissenschaftlich begründet sein. Genau. Wird angezweifelt und wir zeigen, das sollte man lieber nicht tun. Wir wollen auf die physikalischen Grundlagen des Klimawandels eingehen, damit alle das so ein bisschen verstehen, wir auf dem gleichen Level diskutieren können, ein paar Fakten darstellen. Ist ja nicht nur so, wird immer so getan, als gäbe es eine Theorie des Klimawandels, aber man kann es ja messen und jeder von uns kann es ja auch spüren. Es ist ja nicht nur so, dass man da irgendwie Computerberechnungen machen muss, sondern ein Thermometer reicht ja manchmal schon. Wir werden auf die verschiedenen Mythen eingehen. Wir haben das jetzt mal Mythen genannt. Hatte einer so eine gute Idee, gell, Markus, das so zu nennen. Es geht darum, dass sehr viele Informationen gestreut werden über soziale Netzwerke, die schlichtweg falsch sind. Und wir haben hier ja, bevor wir die Veranstaltung gemacht haben, die Möglichkeit gegeben, Fragen über E-Mail zu stellen. Und wir versuchen, möglichst alle hier da auch zu beantworten, wenn wir es zeitlich schaffen. Und wir gehen zum Schluss dann darauf ein, was können wir denn eigentlich noch tun? Hier sind jetzt so viele Menschen, also da sollten ein paar übrig bleiben, die uns dann dabei helfen, das auch in Aktion umzusetzen. Und das wäre sozusagen das Schönste, was wir an dem Abend erreichen können. Ich finde vor allen Dingen diesen letzten Punkt, also wir werden natürlich heute viele Worte wechseln und Sie werden viele Worte wechseln, aber es kommt tatsächlich, am Ende kommt es darauf an, dass Taten folgen. Wir haben ja in der Bundesrepublik durchaus eine sehr unterschriftswütige Regierung, die unterschreibt jedes Klimaabkommen, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Aber wenn es dann darum geht, das umzusetzen, dann hapert es immer. Es gibt da einige interessante Gesprächspartner aus Brüssel, die können einem sagen, dass die Deutschen, solange sie nicht am Verhandlungstisch sitzen und für ihre Automobilindustrie verhandeln, sind die also unglaublich ökologisch. Kaum, das ist so ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also die verwandeln sich dann innerhalb des Verhandlungsraums auf einmal zack, wissen die von nichts mehr irgendwas. Also wir sind das Land mit großen Versprechungen und ja, das ist, ich kann es nicht ändern. Dann fangen wir mal mit der Wahrheit an. Ja, was ist Wahrheit? Das ist auch so ein Spruch aus der Bibel. Als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich dieses tolle Bild gefunden und ich fand das so beeindruckend, weil sozusagen die Mächtigen, die stehen da und fragen uns, was ist Wahrheit? Ja, sie stellen das alle in Frage und wir haben so viele, die jetzt an der Macht sind, wie Trump oder Bolsonaro oder wer auch immer, die solche Fragen stellen, die sozusagen die Wissenschaft verhöhnen und so tun, als könnten sie bestimmen, was die Wahrheit ist. Aber ich bin kein Christ, ich bin eigentlich Atheist, aber auf diesem Bild symbolisiert ja Jesus das, was die Wahrheit ist, sozusagen die Natur, das Leben, das, was uns alles umgibt. Und ich glaube, wir werden jetzt versuchen, darauf mal eine Antwort zu geben. Udo, man sollte vielleicht das, also man sollte die beiden Worte Wahrheit und Trump nicht in einer, in einem, weißt du, es gibt, wenn Worte reden könnten, ja, dann würde sich das Wort Wahrheit übergeben, wenn also das Wort Trump in seiner Nähe passiert. Und ich meine, ein Mann, der einem, der einfach, du, ich kaufe dir die Insel ab. Komm, ist doch eine Immobilie. Man hat recht. Also eine Insel ist eine Immobilie im Sinne von, dass sie sich nicht bewegt. Jetzt mal abgesehen von den Lithosphärenplatten, die sich bewegen, aber das ist ja alles sehr langsam. Ja? Also ist ja nur, aber es ist einfach, ich meine, das ist doch unglaublich. Können wir doch ihm auch anbieten, du, wir kaufen dir Alaska ab oder wir kaufen dir Puerto Rico ab, warum eigentlich nicht? Aber nein, der ist ja dann auch noch sauer, wenn die Dänen sagen, nee, die kriegst Grönland nicht. Das ist, also ich finde immer wieder interessant, die Welt ist in einem Zustand, wo das Wort Wahrheit, also ich glaube, das Wort, muss ich jeden Tag irgendwelchen spirituellen Getränken hingeben, sonst oder im Wein, wahnsinnig. Da liegt es auch. Ja, ja. So, gut. Fangen wir mal an. Mit was sagt eigentlich die Wissenschaft über das Thema Wahrheit? Ja. Ist nicht ganz so einfach. Die Wissenschaft kann nicht einfach definieren, was Wahrheit ist, sondern die liegt einem ständigen Prozess. Die muss sich ständig bewähren und immer wieder Dinge, die in Frage gestellt werden, neu zeigen, neu beweisen und vielleicht auch neue Antworten finden.
Mit welchen Methoden arbeitet eigentlich die Wissenschaft? Also wir haben zum einen das Thema Logik und Beweise. Ja. Das fing schon sehr früh an. Die Griechen und davor haben sich damit beschäftigt und haben allein auf Basis von Logik und Beweisen über die Wahrheit, über die Wissenschaft sich Gedanken gemacht. Und jetzt wird es aber natürlich schwierig, weil in der Tat können wir in den Wissenschaften, wir streben Wahrheit an, wir versuchen ihr so nah wie möglich zu kommen, aber es könnte falsch sein, was wir machen. Deswegen machen wir immer genauere und genauere und genauere Tests. Und dann steht hier das Wort Falsifizierung. Und ich habe meiner Mutter mal versucht, Gott hab sie selig, zu erklären, was wir da eigentlich machen. Und ich habe dann gesagt, ja, jede Theorie, die wir machen in den Wissenschaften, die muss, mit 4S, ganz neue deutsche Rechtschreibung, muss an der Erfahrung scheitern können. Sie muss getestet werden können durch Beobachtung und Messung. Und wenn sich dann rausstellt, dass eine Vorhersage dieser Theorie eben nicht stimmt, dann ist sie falsch. Und wenn sich aber rausstellt, dass es stimmt, dann ist sie richtig. Das heißt aber noch nicht, dass sie ganz wahr ist. Sie ist so lange richtig, bis wir ein Gegenbeispiel fänden. Und dann sagt sie, aber ihr müsst doch irgendwann mal die Wahrheit rausgekriegt haben. Für was bezahlen wir euch dann? So. Dafür haben wir dich dann nicht an die Uni geschickt. So. Das heißt, das ist ein Wahrheitsbegriff, den wir normalerweise in dem Alltag gar nicht verwenden, sondern wir sagen immer, das musst du mir doch beweisen. In der Tat ist Wissenschaft, wie es der Udo gerade gesagt hat, ein Prozess. Und je genauer und genauer und genauer und genauer wir werden, umso genauer und umso näher kommen wir der Wahrheit. Und bei dem Thema, um das es heute geht, kann man nur sagen, das ist ein Thema, das hat die Physik seit 70, 80 Jahren mit einer solchen Präzision gemessen und nachgewiesen, da sind wir uns völlig sicher, aber wir kommen noch dazu. Also Beobachtung und Messung, die Überprüfung der Aussagekraft spielt eine ganz große Rolle, aber leider auch deiner. Ja, also ein bisschen schwieriger ist es dann mit der Abstraktion. Da haben sich viele die Zähne ausgebissen, aber vielleicht, um das mal zu erklären, komme ich mal auf den Newton zurück. Da gibt es ja immer dieses schöne Bild mit den Äpfeln. Ja? Also der Newton lag unter einem Apfelbaum oder wie auch immer und hat beobachtet, wie die Dinge, also Äpfel oder sonst irgendwas oder Hämmer und Federn und was auch immer zu Boden fallen. Und es ist ja schon interessant, das ist sozusagen das, was wir Menschen können, nämlich abstrahieren. Aus dieser Beobachtung hat er letztendlich die Newtonschen Gesetze abgeleitet, die dann in der Lage waren, am Ende die Bahnen der Planeten zu berechnen. Ja? Genau vorherzusagen, an welcher Stelle zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt ein Planet sein wird. Da hat man hingeguckt, oder ein Stern oder die Sonne, der Mond, und hat hingeguckt und dann hat es gefunden. Sozusagen durch die Beobachtung fast sofort bestätigt worden, und das ist Abstraktion, ne? Dass man aus so einer einfachen Beobachtung dann durch seine Überlegung etwas schafft und kreiert, was man dann auch nicht mehr aus der Welt bringen kann, weil es sozusagen all das beschreibt, was wir durch unsere Beobachtung und Erfahrung erkennen können. Ja. Und die empirischen Modelle, die gehören dazu, dass eben dann tatsächlich versucht wird, die Realität mit der Messung zu vergleichen. Was davon ist eine Messung und was davon ist Wirklichkeit? Eine Messung in einem Experiment zum Beispiel ist nicht die volle Wirklichkeit. Die volle Wirklichkeit, die zeigt sich dann, wenn man zum Beispiel eine Beobachtung da draußen macht. Also wenn man möglichst weit weg ist, deswegen, wenn ich das mal so sagen darf, wir Astronomen, wir sind im besten Sinne Schauende. Ja? Also wir können ja mit den Objekten unserer Begierde, die können wir hier unten nicht auf die Erde holen. Die sind irgendwo Tausende von Lichtjahren von uns entfernt. Das heißt, wenn wir in der Astronomie was beobachten, dann ist das eine Wirklichkeit, die wir versuchen, mit dem, was wir von der Erde kennen, tatsächlich zu beschreiben. Das ist uns offenbar sehr gelungen. Übrigens von Anfang an, wo der Udo gerade darüber gesprochen hat, der Newton mit seinen Berechnungen, nämlich der Bahnbewegung, Sie müssen sich das mal vorstellen. Auf einmal sind die Bewegungen der Himmelskörper keine Frage mehr von theologischer Interpretation. Irgendwelche Götter, nee. Da gibt es Menschen, die können am Schreibtisch berechnen, wann gibt es die nächste Sonnenfinsternis, die nächste Mondfinsternis, wann wird welcher Planet wo stehen. Sogar wiederkehrende Kometen sind damals entdeckt worden. Darauf, weil diese Himmelsmechanik so unglaublich präzise Vorhersagen machen konnte, basiert die Vorstellung, die wir heute immer noch in uns tragen, wir könnten alles in der Natur berechnen. Alles. Stellen Sie sich mal vor, die Physik hätte angefangen mit Flüssigkeiten. Tja, dann wären da Wirbel gewesen und Strudel und alles mögliche, wäre die Physik nach 14 Tagen zu Ende gewesen. Aber so fängt sie mit dem an, was am allerleersten ist, also was so ideal ist, Sie können es jeden Abend selber sehen,
Wenn Sie nämlich rausgucken und Sie sehen Sterne, das bedeutet, zwischen Ihrem Auge und den Sternen ist nichts, fast nichts, was das Licht verschluckt hätte. Sonst würden Sie die Dinge ja nicht sehen. Das heißt, da draußen ist nichts los, gar nichts. Deswegen sage ich ja immer, wenn Sie ein außerirdisches Raumschiff irgendwo landen sehen, lassen Sie die Leute in Ruhe, die wollten einfach mal ein bisschen andere Farben sehen, denn da oben ist ja gar nichts los. Ja. Na, hier an dem Bild sieht man vielleicht auch, dass das auch immer davon abhängt, welchen Standpunkt man einnimmt. Also hier gibt es so einen richtig berühmten Irrtum unserer Wissenschaftsgeschichte, nämlich das ptolemäische Weltbild. Man hat nämlich damals gedacht, dass die Erde praktisch das Zentrum des Universums ist. Allerdings, wenn die Erde das Zentrum ist, dann muss man sich klar machen, dass alle Planeten, die sich um die Erde drehen, ziemlich komplizierte Bewegungen machen. Die haben dann Schleifen und alles Mögliche gemacht. Konnte sich kein Mensch erklären, wie das überhaupt möglich ist, aber man konnte es mathematisch beschreiben. Man sieht hier diese sehr komplizierten Planetenbahnen. Aber dann kam Kopernikus und Kepler und Newton mit seinen Gesetzen und hat gezeigt, das Gleiche geht viel einfacher zu beschreiben. Ja, die Sonne ist in dem Fall der Mittelpunkt und die Planetenbahnen sind relativ einfach zu berechnen. Und genauso läuft das. Man versucht es immer einfacher und verständlicher für uns zu machen und auch für unseren Geist. Der ist ja leider auch ein bisschen beschränkt. Gilt für uns alle, auch für dich, Harry. Aber wir machen es uns halt so einfach wie möglich. Ja. Und trotzdem gelingt es damit, fantastische Dinge zu beschreiben. Ich unterrichte Philosophie und da geht es zum Beispiel tatsächlich darum, ist denn das mit den Naturgesetzen? Was für einen Status haben denn Naturgesetze im Vergleich zum Beispiel von Gesetzen, die von Menschen oder von Göttern geschrieben sind? Das sind immer Gesetze, du sollst nicht. Ja, du sollst nicht und so weiter. Die 10 Gebote, genau wie die auch diejenigen, die wir selber aufschreiben. Aber Naturgesetze sind Aussagen, du kannst nicht. Wegen dir wird sich eine 90-Grad-Kurve nicht begradigen, nur weil du jetzt mit 180 geradeaus fahren willst. Es wird nicht passieren. Wenn du es probierst, dann wirst du eben davongetragen werden. Und diese Entdeckung von Naturgesetzen macht es möglich, Vorhersagen zu machen, sehr präzise Vorhersagen zu machen. Und da sind wir eben mitten im Geschäft, nämlich der Überprüfung der Vorhersagekraft, die Zukunft vorherzusagen. Ja. Genau. Wie geht das eigentlich? Ja. Das ist komisch, ne? Also ich meine, eigentlich wissen wir doch gar nichts über die Zukunft und trotzdem maßt sich die Wissenschaft an, die Zukunft vorherzusagen. Wie macht die das eigentlich? Wir haben es mal versucht, hier relativ einfach zu erklären. Für die jetzt hier in der Oberstufe sind und Analysis machen, und das rechtfertigt auch mit Sicherheit, dass wir hier in der Schule hier einen Auftritt haben, ist das eigentlich, glaube ich, ganz einfach. Man hat irgendeine irgendeine physikalische Größe, zum Beispiel die Geschwindigkeit. Und hier auf der anderen Seite der Gleichung hat man alle Kräfte, die auf einen Körper mit einer bestimmten Geschwindigkeit wirken. Und es gibt dieses Gesetz, dass die Änderung der Geschwindigkeit durch diese Kräfte ausgelöst wird. Das kann man manchmal lösen. Das gelingt nicht immer und es ist selten und es ist schön, wenn das einem gelingt, dann hat man irgendeine Formel. Oder man kann es am Computer lösen, da ist es ein bisschen schwieriger. Aber für unsere Zwecke heute zu erklären, weshalb man die Zukunft voraussagen kann, ist es vielleicht ganz gut, das am Computer mal zu betrachten, weil man zerlegt dann die Geschwindigkeit in die Geschwindigkeit nachher, also i plus 1, und die Geschwindigkeit vorher, i. Also das hier ist die Zukunft, das ist die Vergangenheit. Die Zukunft ist sozusagen die ursprüngliche Geschwindigkeit, die Kräfte, die alle auf die Geschwindigkeit wirken und das Zeitintervall, in dem wir uns diese Änderung angeguckt haben. Eigentlich ganz einfach. Und so kann ich, wenn ich sozusagen diese Geschwindigkeit später ausrechnen will, aus allen Größen, die ich vorher kenne, berechnen. So macht man das, ne? Alle, die hier Physik oder Mathe machen, die wissen das wahrscheinlich schon. Und die anderen, die glauben es uns hoffentlich, dass das so funktioniert. Wenn man das machen will auf der Erdoberfläche, ist auch ganz einfach, man zerlegt die Erdoberfläche einfach in so, also die Oberfläche kann man zerlegen in so ein Gitter, ne, was sich um die Erde drumherum schmiegt. Aber wenn es jetzt um Klimawandel geht, ist es ein bisschen komplizierter. Dann muss man das in so kleine Würfelchen machen, ja, weil man will ja sozusagen auch gucken, was ist in der Luft und was ist im Wasser. Also muss man
jede Menge von diesen Würfeln machen. Und je kleiner die Würfel sind, desto genauer ist die Berechnung. Allerdings muss man dann auch länger rechnen. Deshalb braucht man dafür eine Menge von Computerpower, um sowas dann zu machen. Aber wir kriegen zum Beispiel daraus einen Wetterbericht, der immerhin für fast 4 Tage relativ genau die Zukunft vorhersehen kann. Das ist auch ein Beweis. Jeden Tag braucht man sich nur anzugucken. Und dann guckt man, wie das Wetter ist. Jeder hat seine App und weiß, Wissenschaft funktioniert. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Ich freue mich heute, dass Sie alle was zu schreiben und zu rechnen mitgebracht haben. Heute nehmen wir die Navier-Stokes-Gleichung durch. Ja, wer hätte das gedacht? Freitagabend. Ich meine, Sie hatten es schon geahnt. Ich sehe es Ihnen an, dass es kommt. Was man damit sagen will, mit so einer riesengroßen Gleichung, ist erstmal, was da drin steht, ist also eine Unmenge an Informationen. Und rauszukriegen, für welches System das nun wichtig ist, das ist die hohe Kunst. Und es ist im Grunde genommen genauso eine Gleichung, wie sie der Udo eben beschrieben hat, nämlich wir haben eine Änderung von Geschwindigkeit, also eine Beschleunigung, und diese Beschleunigung vollzieht sich, weil es Kräfte gibt. Nur sind diese Kräfte nicht einfach nur die Gravitation der Sonne, deswegen kann man die Bewegung der Planeten so gut ausrechnen oder die Bewegung von einem Kometen um die Planeten herum oder die Bewegung des Mondes und so weiter, kann man ja exakt auf die Sekunde, Millisekunde genau sagen, wann der das nächste Mal die Sonne verdecken wird und lauter so ein Zeug. Deshalb funktioniert überhaupt auch nur Raumfahrt so gut, weil da draußen eben keine Reibung ist. Hier ist Reibung. Und wenn Reibung stattfindet, dann wird es unerfreulich. Nicht nur das, sondern das Ganze findet in einem rotierenden Bezugssystem statt. Das heißt, man hat es auch noch damit zu tun, dass das Ganze sich dreht und das macht die Sache komplex. Wissen Sie den Unterschied zwischen komplex und kompliziert? Kompliziert ist das Einbahnstraßensystem von Florenz. Wenn man da aber mal 14 Tage gewesen ist, dann weiß man, wie man rauskommt, wie man reinkommt. Komplex würde dieses Einbahnstraßensystem, wenn die erlaubte Fahrtrichtung von der Verkehrsdichte abhängig wird. Genau. Ja? Sie treffen sich morgens um 4 mit Ihren Nachbarn und sagen, ich will heute mal hier raus. So. Ja? Und dann wird gezählt, seid ihr mehr als die anderen. Und ja, das heißt, es wird ganz schwer prognostizierbar, es wird immer schwieriger. Das Interessante ist allerdings, dass nach einer Weile dann tatsächlich man rausfindet, wie auch in der Komplexität Regeln funktionieren. Deswegen, Komplexität erfordert fast immer den Eingang von einem Computer. Und vielleicht können wir die nächsten Phänomene nochmal sehen, was alles in diesen Gleichungen drinsteckt, nämlich Verwirbelungen, also die Geschichte mit den Tiefdruckgebieten und den Hochdruckgebieten, wie sich die entsprechenden Strömungen auf unserem Planeten verhalten. Und da ist schon die erste Frage, was haben wir da oben? Die erste Frage war, gibt es einen Punkt, an dem ein Prozess unumkehrbar wird oder bereits erreicht wird oder sind wir kurz davor? Die Helga H., ich habe keinen Namen hingeschrieben wegen Datenschutz, aber vielleicht weiß die Helga H. und ist hier, dass sie diese Frage gestellt hat. Also unumkehrbar, das ist ja also als Fremdwort gesprochen irreversibel, es kann nicht mehr zurückgenommen werden. In der Tat ist jeder Prozess im Prinzip irreversibel, wo irgendwie Wärme frei wird und die kann dann eben nicht mehr zurückgenommen werden. Alle diese Strömungen hier zum Beispiel, wo diese Wirbel entstehen, diese Strudel entstehen, das sind alles irreversible Prozesse, die können nicht mehr zurückgenommen werden. Wir wissen insgesamt, dass das Klimasystem ein komplexes System ist und dass es beginnt tatsächlich an einigen Punkten zu kippen. Wir wissen noch nicht genau, wie nah wir davor sind, aber alle Indikatoren deuten darauf hin, dass es auf keinen Fall stabiler geworden ist, sondern eher instabiler, was wir auch an den Extremwetterereignissen sehen, die immer mehr und mehr zunehmen. Und das ist übrigens keine Aussage der Wissenschaft, sondern es kann ja sein, dass es immer noch jemanden gibt, der hier keine Wissenschaftler nicht traut, Wissenschaftlerinnen natürlich auch nicht dann, sondern der Versicherungswirtschaft. Ja, das sind die Leute, denen geht es um Kohle, Kies, Moos, also Geld. Ja? Und die sagen, dass die Extremwetterereignisse zugenommen haben, und zwar ganz erheblich. Vor allen Dingen die Rückversicherungsgesellschaften. Das sind die Versicherungsgesellschaften, die Versicherungsgesellschaften versichern. Ja, die heißen so, ich kann es nicht ändern. Ja? Und die machen schon seit über 50 Jahren machen die schon Risikoanalysen. Und die teilen schon seit 30 Jahren der Welt mit, es wird immer wärmer und es wird immer schlimmer. Ja? Also die machen es aus, die lösen diese Gleichung aus ganz pekuniären Gründen. Das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Hier steht schon das Wort Instabilitäten. Das hat was mit den Umkipppunkten zu tun. Das heißt, es passiert etwas innerhalb eines solchen Systems, das nicht mehr zurückzuführen ist. Und wenn das mal passieren sollte mit dem gesamten Klima, dann haben wir ein ziemliches Problem, noch viel stärker, als wir es momentan haben. Ja. Die Annette K., die hatte gefragt, ob es stimmt, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings
einen Orkan auslösen kann. Und das ist genau das, was der Harald jetzt zum Thema Umgepunkte gemeint hat. Gucken wir, Moment, müssen wir mal zurück. Hier ist der Pointer. Ein Zustand, der beispielsweise hier oben, wenn da irgendwas jetzt steht, also angenommen, dass das Klima an einer bestimmten Stelle in der Welt ist sozusagen auf so einem Punkt, dann würde sozusagen eine kleine Änderung dazu führen, dass das zum Beispiel hier, wenn man da eine Kugel hätte, die würde dann da runterrollen, nicht mehr zu verhindern. Und das ist sozusagen dieser Effekt. All diese Effekte, die wir hier gezeigt haben, die stecken in den Navier-Stokes-Gleichungen drin und die werden da benutzt, um das auszurechnen. Ziemlich komplizierte Sache. Es gibt sogar einen Preis von 1 Million, wenn man die Navier-Stokes-Gleichung analytisch, also ohne Computer, löst. Ich hoffe, das wird irgendjemand mal von der Schule hier gelingen. Wir helfen mit, wenn es sein muss. Ich habe übrigens da an dieser Stelle schon mal große Hoffnung. Da die menschliche Gesellschaft ebenfalls ein komplexes System ist, könnte einer oder eine von Ihnen der Schmetterling sein, der dadurch, dass er oder sie das Richtige tut, die Sache in die richtige Richtung schiebt. Ich glaube, der Schmetterling wird vielleicht gerade rausgetragen. Ja, der Schmetterling wird vielleicht gerade rausgetragen, genau. Also das ist schon eine wichtige Erkenntnis, dass solche Systeme, wir erleben es ja auch, dass eben so eine Bewegung wie Fridays for Future auf einmal beginnt, in einer Gesellschaft eine so nachhaltige Wirkung zu haben, dass da viele Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Ja, wie gut arbeitet unsere Wissenschaft? Wir merken es ja jetzt erst seit den letzten 10 Jahren, dass hier nahezu alles, was irgendwie zum Thema Klima kommt, von irgendjemand angezweifelt wird. Und es kommen die abstrusesten Gründe, weshalb man das anzweifelt. Aber wir haben einfach mal hier ein paar Themen aufgezählt, wo die Wissenschaft doch schon relativ gute Erfolge erreicht hat. Und ich frage mich, wenn wir das auch noch alles anzweifeln würden, also zum Beispiel, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier, dass es solche Krankheiten wie AIDS gibt, die wir dann vielleicht heilen wollen, oder die Evolution. In den USA wird die ja stark angezweifelt. Ich vermute, dass die AfD bald auch dazu übergeht, die Evolution anzuzweifeln. Oder die Erde, dass es eine Kugel gibt. Es gibt hier Leute in Deutschland, die behaupten, die Erde ist eine Scheibe. Oder Hohlwelttheorie, habe ich neulich gehört. Also die Sache mit der Scheibe, wissen Sie, das ist wirklich, also ich habe einen Kollegen, mit dem ich zusammen einen YouTube-Kanal betreibe beim ZDF, der Stefan, der kam eines Tages zu mir: Harry, wir müssen unbedingt was machen über die Erde, ist eine Scheibe. Ich sage, du bist bekloppt. Doch, es gibt Menschen, die glauben daran. Dann haben wir das gemacht, wir haben uns natürlich jede Menge Hassmails, aber die Vorstellung alleine, ja, also die Sonne ist eine Kugel, Merkur ist eine Kugel, Venus ist eine Kugel, Erde ist eine Scheibe, Mars ist eine Kugel. Oder dass man dafür gehasst, dass man dafür gehasst wird, dass die Erde eine Kugel ist. Ja, ja. Okay. Der Apfel fällt nach unten, hatten wir vorhin schon. Die Mondlandung, die wird angezweifelt. Ja. Ja. Wir haben jetzt allerdings doch eine Menge von Projekten, die auch darauf aus sind, auf den Mond zu landen. Ich bin mal gespannt, was Sie da finden werden. Ne? Also für alle diejenigen, die immer noch damit Probleme haben, nur kleine Randbemerkung, es gibt einen Lunar Reconnaissance Orbiter, der seit einigen Jahren um den Mond herumfliegt, und der hat alle diese Landestellen der Apollo-Sonden fotografiert, und zwar ziemlich hoch aufgelöst. Man kann die Fußspuren, die Reifenspuren kann man sehen. Also das müssen die unglaublich gut hingekriegt haben hinterher. Wirklich, genau so wie es damals gewesen ist. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, die Amisten. Ja. Ja, wir haben hier mal ein paar Dinge aufgezeichnet auch, wo wir uns dieser Wissenschaft ganz oft anvertrauen. Und wenn die so schlecht wäre, glaube ich, würden wir uns in kein Auto setzen. Das hat immerhin über 1000 Bauteile. Ich erinnere nur mal an die Bremsen, die ziemlich komplex heutzutage mittlerweile sind. Und ich würde mal gerne einen von unseren Wissenschaftsleugnern sehen und fragen, weshalb er sich ein Auto setzt. Oder vielleicht ein Flugzeug. Das hat schon 3 Millionen Bauteile, die alle aufeinander abgestimmt, und jedes muss funktionieren. Und gucken wir uns mal einen Mikroprozessor an, der hat über 2 Milliarden Bauteile. Und Sie wissen genau, wenn da irgendwas Kleines nicht funktionieren würde, dann würde das Ding sofort kaputt sein. Ja? Das haben Sie bestimmt schon erlebt, kommt nämlich tatsächlich ab und zu mal vor, aber meistens funktioniert es doch. Ich glaube, fast alle, die heute hier sitzen, haben wahrscheinlich schon ein Smartphone, hoffentlich alle ausgeschaltet.
funktioniert auch heute. Ja, wunderbar, Tadellöser. Also ich, gerade beim Auto muss ich nochmal sagen, wenn Sie nachher nach Hause fahren und sagen wir mal, Sie sind zwischendurch bei 2000 Umdrehungen, Sie fahren 10 Minuten lang, dann hat sich etwas 20.000 Mal exakt wiederholt. Und nicht nur eine Sache in dem Motor, sondern viele Dinge sind absolut exakt, also mit exakt dem gleichen Takt wiederholt worden. Und zwar unabhängig davon, ob sie über den Feldweg rollen, über die Autobahn, ob es regnet, ob es schneit oder was auch immer. Das heißt, die Maschinerie, die wir benutzen, ist so präzise aufeinander abgestimmt. Also wenn da die unterliegende Physik, das ist ja die Voraussetzung für die Entwicklung solcher Technologien, nicht stimmen würde, dann würden die Maschinen pausenlos kaputt gehen. Das tun sie aber nicht, sondern stattdessen sind sie unglaublich präzise. Und eine Sache, du benutzt ja hier die ganze Zeit den Laser. Alle diejenigen, die schon mal beim Augenarzt gewesen sind und sich haben mit dem Laser operieren lassen, die wissen natürlich, von welcher ungeheuren Präzision inzwischen heutzutage im Alltag die Rede ist. Wir reden nicht über wissenschaftliche Experimente, die sind noch viel, viel präziser, sondern der alltägliche Umgang mit Technologie ist auf einem Niveau, der doch geradewegs aberwitzig ist. Wenn Sie mit dem Laser behandelt werden, dann sind Sie auf einer Längenskala, das ist unterhalb von der Größe von einem Atom. So genau kann man tatsächlich arbeiten damit. Oder Ihre digitalen Diktaturen, die Sie mit sich tragen. Da sind Gigahertz-Prozessoren drin. Ja? Das heißt, innerhalb von einer Sekunde wiederholt sich was eine Milliarde Mal. Das ist die Präzision, mit der wir heute unseren Alltag strukturieren. Und das kann offenbar nicht falsch sein, sonst würde diese Technik nicht funktionieren. Technologieentwicklung ist immer Funktionsvermutung, nämlich aus den Naturgesetzen eine Funktion zu vermuten, die man dann in einem bestimmten Zusammenhang tatsächlich immer wieder wiederholen kann. Und das funktioniert offenbar extrem gut. Hier zum Beispiel alle diese Kamera, alle diese Dinger, die da digital vor sich hinwurschteln, das ist alles in Technik gegossene Quantenmechanik. Nichtsdestotrotz stehen wir heute Abend hier und müssen uns dafür rechtfertigen. Nicht vor Ihnen. Aber es gibt einige, die zweifeln das alles an. Das finde ich schon bemerkenswert. Diese Leute, die alles anzweifeln, die gibt es auch in anderen Bereichen. Aber wir haben sie eben in der Klimadiskussion und da nennt man sie die Klimaleugner. Eigentlich müsste es heißen Klimawandelleugner, aber es spricht sich zumindest etwas besser aus. Wodurch zeichnet sich das aus? Klima leugnen oder überhaupt Wissenschaft verleugnen. Wir haben ja vorhin über die Erde als Scheibe geredet. Es ist die Weigerung, irgendwas zu glauben, egal ob Beweise da sind, ja oder nein. Man stellt es einfach immer wieder in Frage. Man erfindet teilweise, wir werden es nachher zeigen, Argumente, die das dann widerlegen sollen. Manche von diesen Argumenten sind durchaus raffiniert und schwer zu widerlegen. Man muss sich dann schon mal hinsetzen und muss nachlesen, aber man wird, wenn man in sozialen Netzwerken beispielsweise unterwegs ist, überfüttert mit diesen Dingen. Da fragt man sich auch, wer steckt eigentlich dahinter? Auch dazu werden wir versuchen, mal eine Antwort zu geben. Es ist praktisch eine Ignoranz, die da herrscht. Und woher kommt das? Woher kommt diese Ignoranz? Wir werden vielleicht uns darüber auch vielleicht mal in der Pause unterhalten, mit dem einen oder anderen. Sie haben das bestimmt auch schon gemerkt, dass es solche Menschen gibt, mit denen man praktisch überhaupt nicht über sowas diskutieren kann. Meistens endet es damit, dass dann irgendwelche Verschwörungstheorien, also das heißt zum Beispiel 2000 Wissenschaftler haben sich verschworen, die sitzen im IPCC und die hacken die ganze Zeit aus, wie können wir die Leute hier auf der Welt noch mehr bescheißen. Oder bei der Mondlandung waren es, glaube ich, sogar 400.000, die da insgesamt beteiligt waren. Und vor allen Dingen damals hätte die Führung der KPDSU, also der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, noch mitarbeiten müssen, weil die haben ja am Tag nach der Mondlandung den Amerikanern direkt gratuliert in der Pravda. Gut, die Pravda war nicht immer die Wahrheit, das stimmt, aber in dem Fall haben sie ihnen gratuliert. Und das ist schon interessant, sich vorzustellen, die Älteren hier werden wissen, Brezhnev, Kosygin, Podgorny und solche, Gromyko und solche Leute, was das für Leute, man kann sich gar nicht vorstellen, dass die in den Diensten der amerikanischen Geheimdienste. Also, hätte ich nicht gedacht von denen, ja, komisch, ja. Mhm. Gut, also, ich meine, die Verschwörungstheorien, das ist ja nun seit längerer Zeit schon immer wieder unterwegs, gibt ja die absurdesten Dinge, aber auch das Nutzen von falschen Experten, dass man sich genau die Leute holt, die genau das sagen, was man zu hören wünscht.
Und zwar genau das, nicht irgendwas anderes. Und das sind dann sogenannte Experten, die mehr oder weniger in irgendeiner Form dazu irgendeine Art von Meinung haben können. So nach dem Motto, ich habe ja 1952 bei Professor Baumann in Dresden, Sie werden ihn sicher auch kennen, das ist eine typische Situation nach einem Vortrag von mir, ich habe ja damals bei Professor Baumann in Dresden, den werden Sie sicher auch kennen, Physik studiert. Wir waren ja damals schon der Meinung, dass dies mit Einstein und der Quantenmechanik alles falsch ist. Sind Sie doch sicher auch meiner Meinung? Wissen Sie doch auch, gell? Ja, alles falsch. Ich kenne ihn natürlich nicht, kenne den Baumann nicht, und es ist natürlich nicht falsch, aber es wird schon mal in so einem Satz formuliert, wunderbar, Rosinen picken bei der Datenauswahl, es wird sich also sowas rausgeholt, die stellen unerfüllbare Anforderungen an die wissenschaftliche Forschung, sagen Sie mir jetzt sofort, wie die nächsten 1000 Jahre sein werden. Aber sofort. Mit 1000 Jahren haben wir hier in Deutschland ja unsere Erfahrung gemacht. Und sowas zum Beispiel ist schön. Also Rückgriff auf Falschdarstellung, logische Fehlschlüsse und wehe es unterläuft dir ein Fehler und du veröffentlichst das auf einem YouTube-Video. Bleibt nichts mehr von dir übrig. Die verarbeiten dich zu Chunky Salsa, ja? Und dann geht noch ein Shitstorm drüber, dann bleibt nichts mehr von. Also völlig egal, auch wenn du dich entschuldigst, korrigierst, aber völlig egal, wird für immer und ewig, denn das Netz, das muss man leider sagen, ist eine solche Resonanzboden, das Netz vergisst nichts. Ja, selbst dann, wenn sie irgendwas gelöscht haben oder sonst irgendwas, völlig wurscht, irgendein Rindvieh wird das garantiert wieder rausholen. Und es wäre, wenn ich mir vorstelle, wir würden in vielen anderen Lebensbereichen uns dermaßen unerbittlich zeigen, wie das im Internet der Fall ist, wäre die Welt ein einziges Schlachtfeld eigentlich. Und es ist erstaunlich, dass wir uns mithilfe dieses Internets praktisch einen Planeten leisten, wo praktisch ständig Games of Thrones gespielt wird, wo wir alle mitspielen. Das ist irre, ja. Keine Vorlage eigener Forschungsergebnisse, das ist besonders interessant, dass viele von denen, die da in der Klimaleugnerindustrie unterwegs sind, eben natürlich keine eigenen Messungen haben und wenn sie was veröffentlichen, dann meistens immer nur irgendwelche Schimpftiraden. Das ist ziemlich interessant. Fang du mal an, bitte. Ja, was steckt eigentlich dahinter? Ne? Also wieso gibt es ständig diese Nachrichten, und das ist ja auch nicht ganz so einfach. Also jeder, der sozusagen auf sozialen Netzwerken unterwegs ist, weiß ja, ist schon ein bisschen anstrengend, da immer Kontakt zu halten, auf irgendwas zu antworten. Aber es gibt anscheinend eine richtige Industrie, die sich damit beschäftigt. Also die, die da manchmal Opfer davon sind, die können davon ein Liedchen singen. Wir haben das ja auch gefunden, dass das untersucht wurde. Hier beispielsweise beim ARD-Faktenfinder hat man herausgefunden, dass gerade grüne Politiker Opfer von solchen Fake-Kampagnen sind. Denen wird irgendein Satz in den Mund gelegt, wo man denkt, naja, das könnte der vielleicht gesagt haben. Hat er aber in der Regel gar nicht gesagt. Aber es ist sehr schwer, sowas wieder aus der Welt zu bekommen. Ich habe mal hier zwei Beispiele genannt. Beispiel Kerzenverbot. Also wir haben sozusagen als Grüne, sage ich jetzt mal hier, gefordert, dass die Kerzen jetzt wegen Ruß und CO2-Produktion zu Weihnachten verboten werden sollen. War natürlich völliger Unsinn, hat auch nie jemand gesagt, aber trotzdem haben mich eine Menge von Leute gefragt, was ist denn das wieder für eine blöde Sache, die blöde Sau, die ihr durchs Dorf treibt. Oder die Grünen haben der Rodung des Hambacher Forsts zugestimmt. Alles Sachen, die sich natürlich als Fake erweisen, aber sie sind in der Welt. Wir haben auch hier eine Analyse gehabt vom BUND, der hat festgestellt, dass beispielsweise die Kraftwerkindustrie, also Kohle- und Atomindustrie, Scheinorganisationen gründet, wie zum Beispiel die Initiative Neue, das ist jetzt anders gemeint, die neue soziale Marktwirtschaft, das sind industrienahe Verbände, die praktisch unter dem Tarnnamen Kampagnen führen, und natürlich die AfD, die macht das zusammen, indem sie bestimmte Bürgerinitiativen, beispielsweise gegen Windkraft, massiv unterstützt und dann alle möglichen Sachen raushaut. Wir werden daher die eine oder andere finden. Es gibt da ganz tolle Geschichten. Zum Beispiel gibt es eine Runde von konservativen Politikerinnen und Politikern in Berlin. Das ist der sogenannte Berliner Kreis, der sich mal darüber geäußert hat, dass es doch auch Vorteile hätte, wenn die Arktis schmölze. Ich weiß nicht, wie genau jetzt der, ich glaube,
Also wenn er, also wenn sie ganz also Sie wissen schon, also wenn sie schmilzt und wenn sie schmelzen täte. Also wenn das Eis weg wäre jetzt, ja, das wäre doch toll, weil dann könnte man doch schneller nach Asien, die Nordostpassage und vor allen Dingen kommt man an all das ran, was da im Erdboden, also im Meeresboden versteckt ist. Das wäre doch großartig. Wissen Sie, das sind so Sachen, da sage ich immer, ja, die haben schon was verstanden, die haben schon gemerkt, also wenn das Eis der Arktis schmelze oder schmelzen täte, dann würde sich der Meeresspiegel erstmal nicht heben, weil das Eis ist im Wasser und wenn das Wasser, ja, dann hat man schon die richtige Höhe und wenn das Eis jetzt schmilzt, bleibt der Wasserspiegel gleich. Aber was Sie nicht bedacht haben ist, dass natürlich direkt nebenan ist eine Insel, die gehört noch zu Dänemark. Und jetzt, wie kann man den Gletschern auf Grönland beibringen, nicht zu schmelzen, während ja das gesamte Eis schmilzt. Schmilzt. Ja, wahrscheinlich haben die sich gedacht, ja, der Trump kauft das sowieso bald und baut eine Mauer drumherum. Ja? Ja? Also das sind so Geschichten, wo man denkt, Freunde, denkt doch einfach mal noch mal 2 Minuten länger, bis ich drüber nach, dann hältst du deinen Mund. So. Ja. Und das passiert leider Gottes viel, viel zu selten. Ja, wie kann man sich eigentlich davor schützen? Also erstmal uns alle schützen könnte man schon mal, wenn man nicht einfach das, was man da liest und was einem so auf den ersten Blick vielleicht möglich erscheint, einfach weiter wieder in die Welt haut, ne? Weiter postet, ohne nachzudenken, passiert das ganz oft. Ne? Ich habe viele Freunde auf dem sozialen Netzwerk, die posten einfach alles Mögliche raus und ich muss dann mich immer hinstellen und muss dann versuchen, das so einigermaßen wieder klarzustellen. Das ist manchmal ganz schön viel Arbeit. Verliert man manchmal auch die Lust. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Nicht einfach wieder weiter raushauen, sondern erst mal ein bisschen nachdenken. Zum Beispiel sich die Frage stellen, wurde das denn überhaupt irgendwo anders als zum Beispiel in dieser einen Aussage publiziert? Gab es da vielleicht irgendeine Zeitung, die da auch darüber berichtet hat? Oder gab es ein wissenschaftliches Fachjournal, was beispielsweise diese Aussage gemacht hat? Dann mag es vielleicht gestimmt haben, aber findet man denn überhaupt diese Quelle, die beispielsweise hier zitiert wurde? Drückt man mal drauf und findet dann irgendeine obskure rechtspolitische Zeitung oder einen Blog oder sonst irgendwas, dann sollte man einfach vorsichtig sein, sowas weiter zu melden. Es gibt ja bei der Presse, in den Medien, diese eigentlich sehr vernünftige Art und Weise zu sagen, ich haue Nachrichten nur dann raus, die machen es auch sehr schnell manchmal, aber wenn Sie mindestens 2 unabhängige Quellen haben, also 2 sollte man mindestens finden, bevor man so eine unglaubwürdige oder unglaubliche Sache nach irgendwohin versendet. Man muss auch manchmal darauf gucken, ich werde das nachher mal zeigen, es werden immer so Sachen in die Welt gesetzt, die scheinen auf den ersten Blick unglaublich zu sein. Also zum Beispiel stand neulich in der Zeitung, Windkraftwerk, ich werde es ja noch mal zeigen, töten Insekten. 1 Milliarde Insekten werden pro Jahr durch Windkraftwerke getötet. Ne? Und die fast 100-fache Menge wird durch Autoglasscheiben getötet. Das stand aber nicht dabei. Ne? Und was ist jetzt dann die Konsequenz, wenn wir das eine nur hören oder wenn wir das eine oder andere hören? Es gibt zahlreiche Seiten, die haben sich, also Webportale, die haben sich jetzt dem Gedanken oder der Absicht verschrien, das rauszufinden. Es gibt sowas wie Faktenfinder oder Faktencheck, Hard Aber Fair, kennt glaube ich jeder, hat das ja mal vorgemacht, oder Hoaxmap, Korrektiv. Und ich habe ein paar hier aufgeschrieben, da kann man dann manchmal nachgucken. Leider noch gar nicht so weit entwickelt. Es müsste noch viel stärker sein. Und ich glaube, jeder von Ihnen könnte einen kleinen Beitrag dazu leisten, indem man einfach ab und zu mal nachguckt und dann darunter schreibt, hey, das stimmt doch gar nicht, was du da schreibst. Das wäre sehr hilfreich, das wäre sehr hilfreich, ja. Also, Sie würden damit vor allen Dingen vielleicht auch zu so einer Art Frieden im Netz beitragen. Also wenn der Widerstand gegen solche sehr starken, teilweise sehr unerfreulichen Äußerungen eben stärker wird, dann sind die dann auch irgendwann still. Ja? Also wenn die merken, die kommen gegen eine bestimmte Community nicht an, dann ist auch Feierabend. Ja? Also insofern ist das, wäre das wirklich sehr, sehr hilfreich. Das Problem ist ja ein bisschen, was wir haben. Es gibt so welche, die schreien ganz laut in die Welt und die anderen denken immer,
Ja, lass sie doch schreien. Aber die haben mittlerweile so eine Stärke erreicht, dass wir das nicht mehr denken sollten, sondern wir müssen da wirklich, wenn wir der Meinung sind, dass das vernünftig ist, dagegen arbeiten. Denn wenn wir es nicht tun, dann werden die irgendwann nicht mehr nur schreien, sondern auch handeln. Die Art und Weise, wie im Übrigen dagegen, was da passiert, ist nicht, dass da jemand persönlich sitzt und irgendwelche Kommentare schreibt, sondern das machen Algorithmen, sogenannte Bots. Das sind also automatische Maschinen, die irgendwelchen Schund da verteilen und das mit unglaublicher Geschwindigkeit. Wann immer also irgendwo zum Beispiel ein neues Video oder sowas auftaucht, kommen diese Bots innerhalb der ersten 2-3 Minuten mit einer unglaublichen Menge an Kommentaren, dann kann man das zurückverfolgen, wo das herkommt, kommt alles nur aus einer einzigen Quelle, kommen 75.000 E-Mails, zack, brrrt, ja. Und das ist dann schon, da merkt man schon, das ist ziemlich organisiert. Das ist, Sie haben es sicherlich ja schon gehört, es gibt ja eine ganze Reihe von Ländern, in denen das sozusagen der Normal- oder schon beruflich so für viele Leute ist, dass sie anfangen, eben solche Meldungen in die Welt zu verteilen, also die Beeinflussung des amerikanischen, die Beeinflussung des britischen Wahlkampfs, aber auch hier bei uns in Deutschland und so weiter, taucht sowas schon auf. Das heißt, wir haben es die ganze Zeit mit einer Industrie zu tun, gegen die wir uns tatsächlich wehren müssen. Das ist leider Gottes sind das keine guten Nachrichten für die Zukunft, denn die Algorithmen werden immer schlauer und werden immer schneller und immer besser. Wir werden uns jetzt ein bisschen mit den Grundlagen des Klimawandels beschäftigen. Woher kommt das eigentlich? Wie funktioniert das Ganze und was sind die wesentlichen Effekte? Also es geht letzten Endes um was ganz Banales. Die Sonne in 150 Millionen Kilometer Entfernung hat ihre Spitzentemperatur oder Maximaltemperatur an der Oberfläche von so bei ungefähr 5800 Kelvin und sie strahlt vor allen Dingen, also im Sichtbaren, sonst wird man sie nicht sehen, im Gelb-Grün und sie beschickt also unseren Planeten mit einer Menge von Energie. Wir werden übrigens nachher noch sehen, mit welcher Menge Energie. Diese Strahlung erwärmt unseren Planeten und unser Planet wird dadurch warm. Die Temperatur des Planeten führt dazu, dass er strahlt, alle Körper strahlen gemäß ihrer Temperatur elektromagnetische Strahlung ab. Das ist ein uraltes Phänomen, das wir schon lange kennen und das wir seit dem Jahr 1900 auch exakt verstehen. Das heißt, gemäß seiner Temperatur strahlt ein Körper und die Oberflächentemperatur der Erde ist so typischerweise um die 15 Grad Celsius rum seit einiger Zeit. Das führt dazu, dass eben normalerweise, wenn jetzt die Erde alles wieder abstrahlen würde, gemäß ihrer Temperatur, was sie von der Sonne bekommt, hätte sie eine Gleichgewichtstemperatur von minus 18 Grad Celsius. Jetzt mache ich einen ganz kurzen Ausflug in die Astronomie, das muss ich Ihnen nämlich erzählen, das muss ich Ihnen unbedingt erzählen. Als die Sonne noch ganz jung war, hatte sie weniger Leuchtkraft. Und als sie weniger Leuchtkraft hatte, wäre die Erde normalerweise vergletschert, wenn sie nicht eine Atmosphäre hätte, in der Gase die Infrarotstrahlung, die sie da noch bekommen hat, tatsächlich gespeichert hat. Ohne diesen Treibhauseffekt, wie er genannt wird, wäre die Erde von Anfang an eine Eiskugel gewesen mit kilometerdicken Eispanzer, die bis heute trotz der Erhöhung der Leuchtkraft der Sonne nicht aufgetaut wäre. Das heißt, die Tatsache, dass wir da sind, ist ein Ausdruck dafür, dass es auf unserem Planeten einen Mechanismus gibt, der ganz erhebliche Mengen an Energie in seiner Atmosphäre speichern kann. Und das passiert eben in der Atmosphäre tatsächlich dadurch, dass hier Moleküle auftauchen. Diese Moleküle, nämlich Wasserdampf vor allen Dingen, Kohlendioxid, Methan, die Stickstoffoxid und einige andere, führen dazu, dass ein Teil der Energie, die in der Infrarotstrahlung steckt, in der Atmosphäre verbleibt und praktisch die Atmosphäre aufheizt. Und dann strahlt diese Atmosphäre nicht nur nach außen ins Universum, sondern auch nach unten auf den Erdboden. Und das ist der zusätzliche Effekt, der dazu führt, dass ein ganz erheblicher Effekt bei uns aufgetaucht ist. Der natürliche Treibhauseffekt ist also der Unterschied zwischen minus 18 Grad Celsius und plus 15 Grad. Das ist der natürliche Treibhauseffekt, den die Atmosphäre ganz früh schon verursacht hat. Wie gesagt, ohne den wären wir gar nicht da. Und das heißt, in dem Moment, wo wir anfangen, diese Menge an treibhausaktiven Gasen in der Atmosphäre zu erhöhen, ist völlig klar physikalisch, was passiert, dass nämlich die Absorptionsfähigkeit der Atmosphäre gegenüber der Infrarotstrahlung der Erde, die nur dadurch entsteht, weil die Erde von der Sonne bestrahlt wird, dass diese Absorptionsfähigkeit der Atmosphäre steigt. Das heißt, es wird wärmer. Es gibt eine globale Erwärmung genau dann und nur dann, wenn vor allen Dingen die Atmosphäre mit immer mehr absorptionsfähigen Molekülen angefüllt wird. Das ist das ganze Problem. Wir haben im vorindustriellen Bereich hatten wir 280 Parts per Million an Kohlendioxid, jetzt haben wir 410
Tendenz steigen. An der Tendenz übrigens merken Sie schon, dass diese 2000 Wissenschaftler vom IPCC oder sowas völlig erfolglos gewesen sind. Eigentlich sind alle Klimaforscher auf der Welt völlig erfolglos gewesen. Denn die Tendenz für die Treibhausgase, nicht nur für Kohlendioxid, sondern auch für Methan, für die Stickstoffoxid, für die KWs und so weiter, ist immer nur steigend. Und zwar richtig drastisch steigend. Sonst nichts. Das heißt also, das ist der wesentliche Punkt. Wir haben zwar ein gewisses Reflexionsverhalten, aber wenn wir das auch noch unterminieren, indem zum Beispiel weiße Flächen verschwinden, denken Sie an die Arktis, das Verschwinden der Arktis hätte für den Meeresspiegel zunächst keinen Effekt. Aber was wird aus weißem Eis, wenn es schmilzt? Brauchen Sie kein Physikstudium dafür. Ja? Wasser. Und Wasser ist dunkel. Eine dunkle Fläche kann wiederum Energie absorbieren, viel mehr absorbieren, eine weiße Fläche dagegen reflektiert. Das heißt, wenn die Arktis verschwindet, verlieren wir zweifach. Wir verlieren Albedo, also diese Rückstrahlfähigkeit, und wir gewinnen Absorptionsfähigkeit. Deswegen ist es in der Arktis auch über allem Maße warm. Dort ist der Klimawandel am allerstärksten zu spüren, in der Antarktis übrigens auch. Gut, das ist erstmal das Grundsätzliche. Was haben wir hier für eine Frage? Ja, die Sättigung der IR-Bande bei 15 Mikrowellen, das war jemand, der sich ein bisschen auskennt, bei 15 Mikrometer Wellenlänge der Rückstrahlung der Erde bereits ist 99%. Eine Erhöhung der CO2 kann daher aus technischer Sicht keine so große Temperaturerhöhung hervorrufen. Ich will es vielleicht nochmal ganz kurz anders erklären. Es ist so, dass das CO2, was ja eigentlich angezweifelt wird, dass überhaupt einen Effekt hat, zu 99% hier auf der Erdoberfläche bereits, also im nahen Bereich um die Erdoberfläche, so ungefähr unter 1 Kilometer, die wesentlichen Absorptionseffekte macht. Das heißt, da wird das schon aufgehalten. Also da sieht man ja schon, dass es funktioniert. Jetzt sagen die, das ist aber sozusagen schon alles, was CO2 kann. Wenn man jetzt noch mehr dazu macht, dann hat das keinen wesentlichen Effekt. Das würde einfach nur dazu führen, dass diese Schicht, die jetzt vielleicht bei, ich sage jetzt mal 1 Kilometer liegt, vielleicht, wenn wir verdoppeln, bei 500 Meter liegt. Das ist aber ein falsches Argument. Das ist so ein typisches, was man nicht so einfach jetzt widerlegen kann, ohne ein bisschen nachzudenken. Aber es ist einfach so, wenn die Schicht sich weiter runtersenkt und sozusagen die Energie dann in einem kleineren Volumen ist, dann ist natürlich die Energiedichte höher und dann wird es noch wärmer. Wenn man das weiß, die Schüler können es ja dann mal vielleicht nächste Woche nachprüfen, dann weiß man, das ist nicht ganz richtig. Man muss berücksichtigen, dass sich die Energiedichte erhöht und damit wird die Erdoberfläche oder alles, was im nahen Raum um die Erdoberfläche ist, wärmer. Also Energiedichte, um das nochmal in einem anderen Wort zu sagen, ist Druck. Das heißt also, der Druckunterschied zwischen den Schichten wird größer, was dazu führt, dass die Atmosphäre dynamischer wird, viel dynamischer. Rein von der Temperatur her ist schon mal klar, dadurch, dass immer mehr Wasser verdampft, Wasser ist sozusagen ein Terrorist in der Atmosphäre, weil unglaublich viel Energie freigesetzt werden kann, gespeichert werden kann und so weiter. Aber dadurch, dass immer mehr und mehr Energie in der Atmosphäre gespeichert wird, wird das System immer ärger und ärger, wird immer stärker und stärker instabil. Und diese immer höhere Energiedichte, gerade in den unteren Schichten, die führt halt dazu, dass unser Wetter immer granatenmäßiger wird, immer stärker wird. Also Zellen entstehen, die sich in fast Nullzeit entwickeln und dann irgendwo runterkommen. Und an dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz, das muss ich auch mal, weil das ist eine Sache, Regen ist ja Wasser, das von oben nach unten fällt. Sind wir soweit? Ich glaube, das haben auch die draußen verstanden. Regnet es bei euch? Nee, das ist schön. Also es ist alles noch im Trockenen. Regen ist Wasser, was von oben nach unten fällt. Und man kann sich die Frage stellen, wenn es so regnet, wie aus Kübeln, wie aus Eimern. Man denkt, das gibt es ja überhaupt nicht. Wenn man 100-Jährige hört, die sagen, also sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Dann kann man sich die Frage stellen, wie kommt so viel Wasser da oben hin, dass es zu solchen Regenfällen kommt? Und wir wissen natürlich, dass es keine Speditionen gibt, die das Wasser in die Atmosphäre bringt, sondern es ist Verdunstung. Ja, das heißt also, die warme Luft steigt auf, die Luftfeuchtigkeit kondensiert aus und fällt dann als Regen runter. Und wann verdunstet mehr Wasser? A, wenn es wärmer wird, B, wenn es kälter wird, C, Sie möchten jemand anrufen. Na klar, all diese Ereignisse, die wir sehen, sind ein Ausdruck für die unglaublich hohen Energiedichten, die wir dort in der Atmosphäre drin haben. Es wird einfach immer mehr und mehr Energie reingepumpt. Sie kriegen die Sonne ja nicht weg, ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Die strahlt jeden Tag, kannst du machen, was du willst. Jeden Morgen fängt sie wieder an, Missgeburt. Ja? Ja. Das ist unser Problem, diese 150 Millionen Kilometer bis zu diesem Kernfusionsreaktor. Wenn die ab und zu mal aus wäre, hätten wir kein Problem mit der globalen Erwärmung, hätten wir ganz andere Probleme. Aber so strahlt die jeden Tag.
ja, was willst du da machen? Ja? Und die Erde ist halt immer auf dieser Bahn rumdrum und sieht zu, wie sie sich wegdreht. Ja? So. Und das führt zu den Phänomenen, die wir hier mit der Energiebilanz der Erde eigentlich nur unzulänglich beschreiben können. Denn das ist dann, darum geht es dann darum, dass das meiste von dieser Erwärmung sogar noch in den Ozeanen gespeichert ist. Die wirkliche Erwärmung, die werden wir erst dann spüren, wenn die Ozeane so warm sind, dass sie nichts mehr speichern. Dann gehen sie an den Schrank mit den spirituellen Getränken. Keine Gläser, gleich die Flasche raus und dann. Ja, das war's dann. Okay. Gut, also das wollen wir verhindern. Vielleicht noch einen Hinweis. Ich habe dieses Bild auch deshalb ausgewählt, um mal zu zeigen, dass die Grundprinzipien sind relativ einfach. Da kann man hier an der Stelle ja sehen, da geht was rein, da geht was raus und manches geht wieder zurück und manches wird absorbiert. Kann man übrigens alles nachmessen. Mittlerweile haben wir Satelliten, die können dann ganz schon wieder, die können irgendwo da oben jetzt einfach gucken, was geht rein, was geht raus und man rechnet Differenz aus. Man hat auch deutlich nachweisen können, dass es immer weniger wird, was rausgeht. Genau. Jetzt wird es immer spannender, weil wir immer weniger wissen, welche Folien jetzt noch kommen. Das ist sozusagen der Impro-Teil unserer Veranstaltung. Ja. Jetzt sind wir bei den 4%. Also das ist der menschliche Beitrag von Kohlendioxid, ist der einzige, der kontinuierlich wächst. Wir haben natürlich einen Kohlendioxid-Kreislauf auf der Erde, der hat eine ganze Weile in den letzten 3 Millionen Jahren ungefähr ist das eine ziemlich konstante Menge geblieben und wir sind jetzt seit einiger Zeit diejenigen, die dazu beitragen, dass unsere Atmosphäre sozusagen als große Abfallhalde für unseren Abfall herhalten muss und das führt dazu, dass wir eine systematische Erhöhung haben. Alles andere wird uns auch sehr wundern, denn hier Jonas R. fragt, leider konnte mir noch niemand erklären, wie ein Kohlendioxidwert von 410 Parts per Million die globale Temperatur heben kann, ohne dabei den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu verletzen. Der schöne zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der Ihnen natürlich allen nur zu geläufig ist, deswegen brauchen wir da gar nicht mehr großartig drüber zu reden, der sagt ja, dass ein geschlossenes in einem geschlossenen System ein Begriff, der mindestens die nächsten 4 bis 5 Stunden Erklärung bräuchte, nämlich Entropie, ein Maß für die Unordnung in einem System systematisch anwächst, höchstens gleich bleiben kann, in einem geschlossenen System. In einem offenen System, ein System hat, also Sie zum Beispiel sind offene Systeme, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Sie sind ein offenes thermodynamisches System, Sie reduzieren Ihre Entropie andauernd, Sie nehmen niederentropische Nahrung auf und geben hochentropische Abfälle ab. So kann man Leben auch erklären, Gustl, du nix, das freut mich. Ja. Ja. Also das ist die Art und Weise, wie Sie Ihre Struktur, also wie alle Lebewesen Struktur aufhalten. Das heißt, wir sind kein Verstoß gegen den zweiten Hauptsatz. Der zweite Hauptsatz spricht nur von Systemen, in denen eben nichts mehr reinkommt, nichts mehr rausgeht. Und wenn man die alleine lässt, stellen Sie sich vor, Sie kaufen sich einen Blumenstrauß, machen einen großen Kasten drumherum und dann gucken Sie mal, was aus dem Blumenstrauß wird. Brauchen Sie auch kein Physikstudium dafür, ne? Ist klar. Das wird einfach Biomatsch, so. Wenn Sie den aber in einem offenen System lassen und den auch noch mit entsprechenden Nährstoffen versehen, dann können Sie den sehr, sehr lange aufrechterhalten. Und in der Tat ist es so, dass diese Geschichte hier mit der Erhöhung des Kohlendioxidgehalts im Grunde nichts anderes ist als ein Ausdruck dafür, dass wir systematisch mehr und mehr Energie speichern in einem System, das ja offen ist. Die Sonne bekommt, die Erde bekommt Energie von der Sonne und gibt einen Teil davon wieder ab. Das ist alles andere als ein geschlossenes System. Wir kriegen keine Materie vom Universum, Gott sei Dank. Stellen Sie sich mal vor, es wird ständig irgendwelche Meteoriten hier drauf. Bisschen ne? Staub. Ein bisschen Staub schon, ja, ja. Aber keine Brocken. Übrigens, neulich ist einer an uns vorbeigesaust. Hast du davon gehört? München? Nee, nicht an... Also an der Haupt... zwischen Erde und Mond. Genau, ja. Da war einer, der ist einen Tag vorher von den Brasilianern, da hatten sie noch ein Raumfahrtprogramm, das ist ja dann von Bolsonaro, ist der ja entlassen worden, der Leiter des brasilianischen Raumfahrtprogramms. Also, was wollte ich Ihnen sagen? Also diese zusätzliche Menge führt dazu, dass eben tatsächlich systematisch die Temperatur auf unserem Planeten ansteigt, und zwar deshalb, weil praktisch das Gleichgewichtsniveau immer weiter hebt. Ja, es hebt sich einfach immer weiter. Natürlich gibt es nach wie vor... Du musst senken, weil wir haben da die Wippe nach unten. Ja. Senken. Ach so, genau. Also, aber Sie wissen, also senken ist ja nichts anderes als ein umgekehrtes Steigen. Also insofern... Es ist wie mit Nullwachstum, ne? Das ist auch so ein wunderschöner Begriff. Schwarze Null, also die wächst ja. Also natürlich nicht. Was wollte ich Ihnen sagen? Genau. Also
Dadurch, dass immer mehr und mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre sich befindet, wird eben dieses Gleichgewicht in unserem Planeten sich verändern, ganz vorsichtig ausgedrückt. Und je schneller das passiert, umso schneller ändert sich natürlich das Gleichgewicht. Das, was wir momentan in der Atmosphäre sehen, und nicht nur dort, sondern auch die Reaktionen von Meeren, auch von Landflächen, sind nichts anderes als Ausgleichsverfahren, um mit dieser neuen Menge oder überschüssigen Menge an Energie, die unser Planet auf einmal speichern kann, umzugehen. Das ist alles. Und das hat mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nur was am Rande zu tun. Wenn wir es mit dem offenen System behandeln, und das müssen wir an dieser Stelle, sind wir raus aus dieser Problematik. Ich weiß nicht, wer Jonas R. ist, aber der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ist ein Begriff für geschlossene Systeme. Und wenn man offene Systeme hat, dann sieht die Welt ganz anders aus. Ich will nur vielleicht an einer Stelle nochmal darauf hinweisen. Das eine ist, dass wir eine Menge von CO2 produzieren. Aber wichtig ist auch, sich klarzumachen, wir vernichten auch Flächen. Da ist ja CO2 gespeichert, ne? In Wäldern beispielsweise. Das, was wir jetzt in Brasilien, jeder, der das sieht, tut das weh, jeder Umweltschützer. Und dazu behaupten, dass die das dann auch noch anstecken, das ist ziemlich daneben. Ich finde das, also, was heutzutage möglich ist, das ist manchmal nicht zu fassen. Aber wichtig ist, dass diese Flächen, die wir alle verbrauchen, eben auch dazu führen, dass wir dort kein CO2 mehr speichern können. Und das verstärkt diesen Effekt ja noch weiter. Entschuldigung, auch die Baumhuden. Auch die. Richtig. Es ist nicht nur CO2, das wollen wir hier vielleicht an der Stelle auch noch sagen. Es sind ja verschiedene Moleküle oder Stoffe, die wir in die Atmosphäre bringen. Nicht nur wir, auch Vulkane, Aerosole, das Ozon, FCKWs, die Stickstoffdioxid, das Methan, die haben auch alle den gleichen Effekt in unterschiedlichen Stärken, und die werden auch alle von uns nach Lust und Laune produziert. CO2 ist sozusagen das, wo wir jetzt alle drauf gucken, aber wir sollten wissen, wir haben auch hier an der Ecke einiges zu lösen. Es gibt ja den Mythos, es gäbe keinen Klimawandel. Die Angabe einer globalen Durchschnittstemperatur ist mit größeren Unsicherheiten behaftet als die Angabe von Abweichung. Also hier haben wir damit zu tun, das ist unsere rekonstruierte mittlere Temperatur. Also hier sind wir also bei 2004, aber da geht ja noch weiter nach oben. Und das, was man hier sieht, sind also alle möglichen Modelle bzw. Messungen dazu, Variationen dazu, wie sich in den letzten 2000 Jahren die Temperaturen verändert haben. Man sieht hier ganz deutlich, dass wir hier eine ganz enorme Veränderung haben zu allem, was davor der Fall ist. Das Allerwichtigste an dieser Folie ist das, was da nicht zu sehen ist, nämlich, dass die globale Erwärmung, die wir jetzt haben, ist einmalig in den letzten 2000 Jahren. Alle Erwärmungsphänomene, die wir zwischendurch hatten, sind immer lokal. Das berühmte Grönland, das mittelalterliche Optimum, das Optimum um das Jahr Null rum. Das sind alles nur lokale Phänomene, die in Teilen der Welt waren. Aber das, was wir zurzeit haben, besonders stark übrigens in den letzten 10, 15 Jahren zu sehen, ist, es ist global. Überall auf der Welt wird es wärmer. Und es ist auch nicht schon mal da gewesen. Also sowas wie uns... Also das ist ein Ereignis vor 56 Millionen Jahren, das ziemlich heftig gewesen ist. Kurz nachdem die Dinosaurier verschwunden sind, gab es einen Anstieg um 5 bis 8 Grad. Übrigens mit einem Kohlenstoffeintrag von 2 Milliarden Tonnen pro Jahr. Wissen Sie, wie viele Milliarden Tonnen wir pro Jahr momentan eintragen? 40. Das heißt, das, was wir machen, ist eine deutliche Beschleunigung im Vergleich zu dem, was wir in dieser Ära auf der Erde heute nachweisbar, was da passiert ist. Also ich glaube, diese Welten, in die wir da zurückgucken, da möchte nicht unbedingt jemand von uns leben. Es hat ja auch damals noch kein Mensch aus gutem Grund gelebt. Es gab auch mehrere Phasen, wo ein Großteil der Lebewesen auf der Erdoberfläche ausgestorben sind. Und deshalb ist es manchmal ein bisschen komisch zu sagen, ja, das war doch vor 56 Millionen Jahren auch so wie heute oder war noch schlimmer. Natürlich war es schlimmer und es war schlimmer für alle und wir hätten da kaum existieren können. Das ist der berühmte Witz, treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, du siehst aber nicht gut aus, was hast du denn? Ach du, ich habe Homo sapiens. Mach dir nichts draus, das geht vorbei. Ne? Ja.
Oder wir müssen irgendwann mal an die Pause denken. Ja, wir sind kurz vor der Pause. Wir sind kurz vor der Pause. Merken Sie es. Wir machen jetzt dieses Filmchen. Dazu muss ich jetzt gleich mal darüber gehen. Vielleicht kannst du kurz erklären, worum es geht. Und ich versuche es anzumachen. Wie sich in den letzten 110 Jahren das Klima auf der Erde verändert hat. Was ihr jetzt sehen werdet, hier in der Mitte ist am leichtesten abzulesen, nämlich das Jahr. Und hier gibt es die verschiedenen Kontinente. Und hier kann man praktisch für jedes Land einzeln sehen, wie sich das im Laufe der letzten 110 Jahre verändert hat. Übrigens, das ist von der Münchner Rückversicherung veröffentlicht worden in einem Vortrag. Das ist von der NASA, aber die Münchner Rückstiftung hat es verwendet. Und es ist schon interessant zu sehen, dass wir in den letzten 30 Jahren eine systematische globale Erwärmung haben. Und man sieht auch, dass einige Länder bereits über den Zielen des Pariser Abkommens hinausgeschossen sind. Unter anderem Trinidad und Tobago, Kanada und viele andere haben tatsächlich eine mittlere Temperaturerhöhung in ihren Ländern, die deutlich oberhalb der Grenze ist, die wir gerne haben wollen. So. Ein Filmchen, dann gehen wir. Und ja. In die Pause. Dann gehen wir. Also jetzt wird es nämlich ganz toll. Das muss ich jetzt einmal erzählen. GRACE ist eine Maschine da draußen, also ein Satellit, der misst die Veränderungen der Gravitation unseres Planeten. Und wenn Eis auf einem Festland, nämlich in dem Fall zum Beispiel von Grönland, wenn das schmilzt, dann hebt sich das Festland hoch, dann ändert sich die Gravitation und daraus kann man ablesen, wie schnell das Eis verschwindet. Und man sieht hier, ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen, 281 Gigatonnen pro Jahr verliert Grönland zurzeit. Es wird immer schlimmer. Wenn der Trump noch ein bisschen wartet, dann kriegt er die Insel für einen, also ist sie viel leichter. Ja? Wird er wahrscheinlich sagen, jetzt Moment, das alte Angebot, das galt noch für die Insel mit Eis. So. In der nächsten Periode dann, nach der Wahl. Das andere hier ist die Antarktis, das ist leider Gottes auch keine guten Nachrichten. Das sind beides mal Eismassen auf Festland. Das heißt, wenn das schmilzt, steigt das Meer. No way. Ja. Und das können wir beobachten inzwischen, und zwar von einem Satelliten, den die Astronomen eingesetzt haben, um die Gravitationsfeldveränderungen der Erde zu messen. Also Astronomie und Klimaforschung gehen hier sozusagen Hand in Hand. Und ich glaube, mit den Bildern können wir Sie in die Pause entlassen, weil das sind ziemlich schlechte Nachrichten. Bis nachher. Also die Platte brennt oder die Erde, gut, ja, die Platte, der Himmel brennt, hieß gut. Es früher. Wir haben jetzt gesehen, wie das mit dem Klima funktioniert, wie das mit den Instabilitäten ist. Und hier sieht man vielleicht nochmal ein schönes Bild, woher das eigentlich kommt, wie man das sich eigentlich vorstellen muss. Wie wirken denn die Instabilitäten sich aus? Was man da sieht, ist der sogenannte Jet Stream. Und dieser Jetstream, der schlängelt sich sozusagen um die Erde herum. Das hängt auch ein bisschen mit den, wir haben es ja vorhin gehört, mit den Kräften, die auf der sich drehenden Erde sich entfalten zu tun hat das. Das sind die sogenannten Corioliskräfte. Das hat übrigens, will ich nur mal kurz sagen, mich früher so beeindruckt. Gustl, du bist ja da, dein Vater, ne, Kurt, hat uns erklärt, wie Corioliskräfte funktionieren. Und mich hat das so fasziniert, wie er das gemacht hat, obwohl er ja kein Physiker war, aber er hat das so gut gemacht, dass es mich dazu gebracht hat, weiterzumachen. Nur mal am Rande. Aber das schlängelt sich so um die Erde und je nachdem, wie hoch oder tief das ausgelenkt ist, kommen natürlich, wenn sich das verändert, bestimmte Wetterextreme auf uns zu. Das merken wir ja. Das ist ja praktisch ein Bild, was genau diese Zustände auch nochmal darstellt, und die können manchmal sehr tief dann sozusagen bis Äquatorebene gehen, oder normalerweise, wenn eben es kühler ist, dann bleiben die weiter oben im Norden, und das führt zu diesen Instabilitäten. Mhm. Hat zur Folge, dass sich dann die Arktis viel stärker erwärmt als der Rest der Erde. Wir haben ja immer gedacht, hier da oben ist schön kalt, sollte man nicht hinfallen. Harald hat ja vorhin erzählt, dass da manche schon jetzt spekulieren, was sie dann alles machen können, wenn das da alles auftaut. Aber ich glaube, die Rechnung wird nicht aufgehen. Nee. Also die Hauptstadt von Spitzbergen musste schon evakuiert werden, weil es da im Dezember geregnet hat. Also Spitzbergen, also wenn man das heute Journal, also Klaus Kleber, der steht ja dann vor so einer großen Kugel, die sich hinter ihm dreht. Und Spitzbergen ist noch größer als Klaus Kleber, also ganz weit oben. Das heißt, im Dezember geht da die Sonne nicht mehr über den Horizont auf, das ist dunkel. Das sollte, jeder Niederschlag sollte als Eis oder als Schnee runterkommen. Aber es hat geregnet, 100 Liter pro Quadratmeter.
Daraufhin musste eben die Stadt, die Hauptstadt, die einen unaussprechlichen Namen hat, die musste evakuiert werden. Es war 16 Grad zu warm. Vor einiger Zeit gab es in Alaska eine Hitzewelle. Es war in Alaska wärmer als in Florida. Schöne neue Welt. Mhm. Übrigens bei den wichtiger Satz hier unten, häufig verharren diese Mäander. Wunderbar, das ist ein Deutsch. Es verharrt der Mäander. Also, das kommt ja von dem Fluss, es meandriert. Ja, jetzt könnte man hier Stunden, jetzt muss ich aufpassen. Über Wochen an Ort und Stelle und verursachen auf diese Weise Extremwetterlagen. Das heißt, da kommt dann ganz kalte Luft. Es kommt zum Beispiel, die Amerikaner haben eine unglaubliche Kältewelle erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Minus, was waren das, 40 Grad oder was war das in Chicago? Es war saukalt. Andererseits kann es aber auch mal sein, dass es dann auf einmal so heiß wird, dass es überall brennt. So wie zum Beispiel das in Russland bzw. in Pakistan gewesen ist. Oben war es total heiß und in Pakistan ist es überflutet worden. Das heißt, diese Auslenkungen, die sind halt wirklich drastisch. Und hier sieht man das arktische Feuer, was in den letzten Monaten so wahnsinnig da oben geweht hat, dass es kaum zu stoppen war. Und das hat natürlich unglaubliche Schäden angerichtet. Und die Fahne sozusagen, die von diesen Bränden hier oben rausgeht, das waren übrigens die Ecken von Yakut. Alle wissen, wo Yakut sind, ist, die Risiko spielen können. Ne? Ja, das sind die Eselsbrücken, sonst schafft man das nie im Leben, so ein Vortrag. Jakutien, da war es so heiß, dass es eben da tatsächlich angefangen hat zu brennen. Ja. Ja, wir wollen hier vielleicht abschließend jetzt nochmal sagen, wir haben die Effekte beschrieben, woher kommen die, was ist die Ursache dafür und wie wirkt sich das aus? Das sieht man hier vielleicht ja jetzt nochmal an einzelnen Phänomenen, die wir ja mittlerweile schon beobachten können. Also wir haben vorhin gehört von dem Brennen in der Arktis. Wir haben das Thema der Permafrostböden, die auftauen und dann auch wieder sich selbst verstärkend wird ja dabei Methan freigesetzt. Und ich hatte vorhin gezeigt, es ist nicht nur das CO2, sondern es ist auch das Methan, was einen solchen Treibhauseffekt verursacht. Also das ist eine ziemlich schlimme Karte. Wenn wir uns anschauen, was jetzt bereits überall alles passiert, und jetzt in den letzten Wochen und Monaten, seitdem Bolsonaro am Werk ist, ist ja auch der Amazonas-Regenwald gefährdet. Wir sehen, in der Antarktis geht das Eis zur Neige. Wir sehen, in Grönland rutscht es weg. Wir sehen vor allen Dingen auch diese sehr starke Veränderung des Permafrosts. Das ist ziemlich heftig. Es gibt Artikel dazu, die erschienen sind. Die haben auf Deutsch die Schlagzeile: Sibirien speit Methan. Das schöne deutsche Wort speien. Also, Sie wissen schon. Das heißt, es kommt raus, und zwar im Übermaß. Inzwischen muss die Firma Gazprom, Sie erinnern sich, Gazprom, wir hatten mal einen Kanzler, der ist aber, ja, genau die Firma ist das. Und die müssen heute einen ganz erheblichen Teil der Energie, die sie aus dem Boden holen, verwenden, um ihre Anlagen zu kühlen. Mit Stäben zu kühlen, weil, Sie müssen sich das überlegen, Sibirien muss gekühlt werden. Also, weil nämlich natürlich das Auftauen des Permafrosts dazu führt, dass Pipelines und Raffinerien und so weiter, die werden alle instabil, die Russen haben große Probleme damit und es rutscht eben auch Teile der Küste rutscht weg. Das kann man übrigens auch in Alaska beobachten. Alle diejenigen, die schon mal mit dem Kreuzfahrtschiff an der alaskanischen Grenze waren, die können das sehen. Also wir haben eine ganze Menge von Kipppunkten, die jetzt gerade, früher dachten wir, wie soll ich sagen, es gibt so einzelne Dinge, es gibt so einzelne Dinge, die über die Kante kippen könnten. Und jetzt wissen wir, es ist nicht mehr nur ein einzelner Kipppunkt, sondern es ist der ganze Tisch, der schräg wird. Das heißt, diese Kipppunkte rauschen alle zusammen in die gleiche Richtung, nämlich in Richtung wärmer, 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 wärmer. Also da ist der Bodo Z, der hat gefragt, ich sag's mal verkürzt, da muss man das halt alles lesen. Wir haben ja hier in Deutschland sind nur ein kleines Land und wir tragen ja eigentlich nur 3% zu dieser Klimaveränderung bei mit unserem CO2-Ausstoß. Was nutzt es denn, wenn wir hier anfangen und in der ganzen Welt, in China und überall laufen Kohlekraftwerke, fahren Autos, in Indien und so weiter. Wir haben uns das angeguckt, das Argument, und ich will vielleicht an der Stelle damit beginnen,
Wir liefern ja in alle Welt unsere Technologie und die benutzen unsere Technologie und verursachen dann die Klimakatastrophe. Und dann zu sagen, dass wir damit nichts zu tun haben, das ist ja schon ziemlich hanebüchen. Wir möchten, dass die Chinesen, was weiß ich, noch 10-mal so viel Autos von uns kaufen und die fahren dann mit diesen Autos rum und dann sagen wir, wir sind doch nur ein kleines Land, wir verdienen daran. Und dass es so ist, das sehen wir ja unter anderem daran, dass wir praktisch zu den wichtigsten Volkswirtschaften gehören. Da sind wir nämlich nicht mehr nur klein, sondern auf Platz 4. Und diese Rolle, die erkämpfen wir uns damit in unserem Land, indem wir an andere Länder solche Technologien liefern. Und deshalb bringt es schon was, wenn wir irgendwas tun, nämlich wenn wir saubere Technologien an diese anderen Länder liefern, dann werden die diese saubere Technologie einsetzen. Wir sehen ja, dass die Chinesen ja auch schon mit diesem Problem Luftverschmutzung kämpfen und dass die manchmal dann ihre Leute, wir müssen ja auch ihre Leute an die Arbeit schicken, die müssen auch in dieser verschmutzten Luft arbeiten, das wollen die auch nicht, die werden sich auch wehren. Und auch dort gibt es sowas wie Fridays for Future. Weltweit setzen sich ja Kinder und Schüler und komischerweise wenige Erwachsene dafür ein, dass sich etwas verändert. Genau. Also ich kann ja nur dazu sagen, ich finde es ja hochinteressant, dass zum Beispiel deutsche Automobilunternehmen wie eines zum Beispiel Motorenwerke, deren Name nicht genannt werden muss, aber dass die Autos bauen, ganz große Autos mit dem Slogan dann verkaufen, gebaut, um den Atem zu rauben. Machen die. Oder dass sie Autos bauen, die eben 2,5 Tonnen schwer sind, aus unerfindlichen Gründen. Ich weiß nicht, warum man ein Auto braucht mit 2500 Kilogramm, das mehr so die Dimension eines Panzers hat und so weiter. Also, und wissen Sie, was mich als Hochschullehrer ganz besonders ärgert? Ich bin seit fast 25 Jahren Professor einer deutschen Universität und ich versuche meinen Studenten klarzumachen, das, was ich euch da unterrichte, in Physik zum Beispiel, ist eine unglaublich starke, ein potentes Instrument, Welt zu verändern. Und wenn die dann in die Industrie gehen, um zum Beispiel dann an einer Entwicklung dabei zu sein, wie kann ein linker Außenspiegel nicht nur ein Außenspiegel sein, sondern kann als Schallplattenspieler, als Toaster und als kleine Einfamilienhausanlage noch. Ich meine, das nennt man übrigens in der Technologie Overengineering. Wenn Sie mal ganz ehrlich sind, mal mit sich reden, also mit niemand sonst, dann müssen Sie doch zugeben, dass wir so viel Scheiße exportieren. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Wir könnten wenigstens, ich kann Ihnen versichern, wir bilden die jungen Männer und Frauen wirklich so gut, wie wir können, in diesen Wissenschaften aus. Und dass die dann von der Industrie mehr oder weniger, wie soll ich sagen, missbraucht werden dazu, irgendwelchen Unsinn zu produzieren. Denken Sie nur mal daran, die deutsche Automobilindustrie hätte statt irgendeine manipulierte Software zu entwickeln, vielleicht einen Motor entwickelt, der deutlich weniger verbraucht. Das wäre doch mal eine Maßnahme gewesen. Aber stattdessen bauen die irgendwelchen Mist. Übrigens, wie ich neulich gehört habe, aus berufener Quelle, weil der Kunde das will. Und ich glaube nicht, dass wir Kunden so doof sind. Ja. Das zum Thema kleines, unschuldiges Land. Jetzt mal ein bisschen Yoga. Machen Sie doch mal kurz die Augen zu, ich schalte mal ein bisschen weiter. Ja. Oh ja. Das mache ich mal. Das hätten wir auch gezeigt. Nein, das andere hätten wir nicht gezeigt. Schade. Ja, willst du das vorher? Nein, ist okay. Kommen wir mal zur Kernkraft. Also Kernkraft produziert ja zumindest bei der, also in der Endproduktionsstufe kein oder ganz wenig CO2. Und dann könnte man ja auf die Idee kommen, wieso machen wir das halt mit Kernkraft? Ich glaube, sogar die Greta hat das mal kurz empfohlen, aber man muss da ein bisschen nachdenken. Wenn wir das wirklich machen würden, wir können mal so das abschätzen, was dann passiert. Das machen Physiker gerne. 1% kann man sich merken ganz gut. Also jedes Kernkraftwerk deckt etwa 1% unserer Energie ab. Ne? Mhm. Könnte klappen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was müsste das denn machen? So, wie müssten wir das gestalten? Also Steinkohle und Braunkohle ersetzen, 22%, wären also 22 neue Kernkraftwerke. Mineralöl, 34,6%, also wenn wir die Autos elektrisch betrieben über Kernkraft, nochmal 34 Kernkraftwerke, kann man einfach rechnen. Erdgas ersetzen, nochmal 24 Kernkraftwerke, also mindestens 80 neue Kernkraftwerke. Oh, Wahnsinn, hä? Ist doch toll. Das ist doch, damit hätten wir auch ein Problem gelöst, aber ein anderes würden wir uns schaffen. Was ist denn mit dem Atommüll? Ach, da entdecken die schon was. Die haben bis jetzt immer was entdeckt.
diese Universitäten, das sind doch schlaue Männer und Frauen, die finden da schon was. So hat man ja immer gedacht. Ich meine, wenn Sie sich mal überlegen, dass wirklich ziemlich schlaue Männer und Frauen in den 50er Jahren gesagt haben, auf in die Kernenergie mit allem, was wir können. Und offenbar kein Schwein sich wirklich ernsthaft Gedanken gemacht hat, der Müll, du, ich muss jetzt auch nach Hause, die Kinder warten schon. Und ich weiß nicht, es gab keine ernstzunehmenden Vorschläge. Man hat immer gedacht, eines Tages, da gibt es diese Anlage. Und in dieser Anlage wird der ganze radioaktive Müll zerschlagen. Mit Hilfe von Radioaktivität. Und was dann noch übrig bleibt, das zerfällt ganz schnell. Ja. Und dann ist, ja, aber es ist nichts davon passiert, nichts. Wenn ich mich mal an die Jüngeren im Saale wenden darf, ihr armen Schweine, ihr werdet diesen Scheiß, den wir euch übrig lassen, an Atommüll irgendwie wegkriegen müssen. Das wird euch Milliarden kosten und noch mehr Milliarden, die ihr für was ganz anderes viel besser gebrauchen könntet. Aber unsere Generation und die Generation vor uns war nicht in der Lage, dieses Problem zu lösen. Und jetzt kommen noch irgendwelche Propheten und sagen, lass uns noch mehr von bauen. Noch mehr Kernkraft. Denn immer mit der schön mit dem Argument, du, diese Leute an der Universität, die werden schon noch irgendwas entdecken. Ja, da kommt der ganze Mist wieder hoch. Und außerdem, das darf man nicht vergessen, für Kernkraftwerke braucht man kühlendes Wasser. Und wenn es wärmer wird, genau. Die Franzosen haben es schon erlebt, wir haben es jetzt in diesem Jahr auch in Deutschland erlebt, also ein Kernkraftwerk, das abgeschaltet werden musste wegen der heißen Weser, die einfach nicht mehr kühlen wollte. Dann gibt es dann Leute, die sagen, ja, dann kühlen wir die Weser. Mit welcher Energie? Alter, nehmen wir ein anderes Kernkraftwerk. Merken Sie, ja, lachen Sie nicht, es gibt diese Vorschläge. Ja? Da muss man ein ganz festes Stück Stein in der Hose haben, dass man so draufdrücken kann, ja? Bis das Wasser rauskommt, weil man sich denkt, so blöd kann doch keiner sein. Doch, ja. Also das zum Thema gute Ideen, aber das ist keine gute Idee. Ja, es gibt auch noch andere Ideen, zum Beispiel, dass der Gott das schon richten wird in den USA, weiter verbreitet als bei uns, aber wir sind ja auch sehr davon abhängig, was in den USA passiert und ob die auch in der Lage sind, diese Probleme zu lösen. Aber was heißt das genau? Das haben wir uns auch mal überlegt, Gott greift ein. Ja? Hier heißt ja noch lange nicht, dass er für uns eingreift. Er kann auch für was ganz anderes eingreifen. Hier zum Beispiel Johanna von Orléans. Da hat er für die Franzosen eingegriffen, nicht für die Engländer. Blöd, ja. Oder die wollten ja sowieso schon immer weg aus Europa. Ja. Oder vielleicht war das ja ein Zeichen von Gott. Ne? Vielleicht war Fukushima ein Zeichen von Gott und wir haben es noch nicht richtig interpretiert. Könnte ja auch sein. Genauso wie die Sintflut auch so ein Zeichen war. Das wurde richtig interpretiert. Und vielleicht ist es ja auch so, dass wir noch nicht richtig gemerkt haben, wo die Zeichen eigentlich sind. Ja. Genau. Ich möchte an dieser Stelle nur mal ganz kurz zu diesem, auch noch mal zu dem Thema Fridays for Future sagen. Ist Ihnen eigentlich klar, was es bedeutet, wenn Kinder und Jugendliche auf die Straße gehen und für ihre Zukunft demonstrieren? Das ist eigentlich etwas, wo man sagen muss, das kann doch nicht wahr sein. In diesem Land geht es doch Kindern gut und so weiter. Ethisch, ich unterrichte Philosophie, ethisch geht es in der, also es geht in der Ethik immer um die Frage, was soll ich tun? Und normale ethische Fragestellungen sind immer von der Sorte, da gibt es Pro- und Kontra-Argumente. Ja, man könnte so, man könnte aber auch anders. Bei Friday for Future ist einer dieser ganz seltenen Fälle in der Geistesgeschichte, dass hier eine Forderung gestellt wird, die ethisch total sauber ist. Absolut rein. Kein Mensch, der bei Verstand ist, kann die Forderungen dieser Bewegung ablehnen. Weil die fordern etwas ein, was ihnen gehört. Sie sind nicht gerufen worden, also sie konnten nicht entscheiden, auf diese Welt zu kommen. Alle diese Kinder und Jugendlichen sind Kinder, hoffentlich Kinder der Liebe, wie es so schön heißt. Und die stellen sich jetzt die Frage, wie soll unsere Zukunft werden? Insofern kann ich Sie nur alle auffordern, diese Bewegung wirklich nachhaltig zu unterstützen. Und ich bin sehr froh darüber, dass es bis jetzt tatsächlich immer noch gehalten hat und dass es jetzt weitergehen kann. Und die neuen Aktionen von Fridays for Future sollten Sie unbedingt alle unterstützen. Bitte schön. Ich will vielleicht hier auch noch einen Satz sagen. Also ich finde es schon sehr peinlich, dass sich manche Erwachsene dazu aufgerufen fühlen, einem
16-jährigen Kind vorzurechnen, was es alles falsch macht, wie viel CO2 es verbraucht, wenn es sich um die oder um die Ecke bewegt. Es ist doch unsere Sache. Wir haben doch diese Kinder in diese Welt geboren und wir haben diese Welt geschaffen. Und es ist auch unsere Aufgabe, das Problem zu lösen. Die machen nur uns darauf aufmerksam, dass irgendwas bei uns schiefläuft. So ist doch die Genau, Sache. So ist es. Wunderbar. Du hast völlig recht. Ah. Gucken Sie sich das mal an. Quelle hier unten. Wissen Sie Exxon, was das ist? Ja. Gut, Exxon. Esso. It's Esso, you know. Exxon Hochrechnung 1992. Ja. Und hier ist Atmospheric Carbon Dioxide in Parts per Million, also atmosphärischer Kohlendioxidgehalt. Und hier unten ist das Jahr von nun an, ja? 1960 und so weiter und so weiter. So. Jetzt gucken Sie mal. Die Erwartung, die die 1992 hatten, ein Ölkonzern, der Milliarden und Abermilliarden, im Englischen heißen übrigens Milliarden, Billionen, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, deswegen konnten die TTIP-Gespräche auch nie richtig funktionieren, weil die einen haben von Billionen gesprochen, die anderen von Milliarden. Ja. Aber Milliarden an Gewinn, die wussten genau, wenn es gelingt, oder in Anführungsstrichen, wenn es so weit kommt, werden wir eine bestimmte Erhöhung an Temperatur kriegen hier. Die wussten genau, um was es geht. Aber sie haben mit ihren Milliarden tatsächlich Institutionen finanziert, die der Öffentlichkeit vorgaukeln, es gibt überhaupt keinen Klimawandel. Und wenn es einen gibt, haben wir noch nichts damit zu tun. Die wussten das ganz genau. Riecht so ein Hals hier, pulsoptisch. Ja? Das kann nicht wahr sein. Ja. Das ist also ziemlich heftig. Wir brauchen nun wirklich nicht mehr jetzt großartig darauf zu verweisen, dass es noch irgendwelche Alternativen gäbe, sondern hier sozusagen der Teufel selber, also eine Firma, die ihr Geld verdient mit fossilen Brennstoffen aller Art, wusste seit mindestens 20, möglicherweise 30 Jahren, was sie anrichten. Und alles nur für Geld. Kohle, Kies, Moos und diesen ganzen Kram. Hier ist wieder eine Frage. Hier fragt der Andreas S., ich weiß nicht, ob er hier ist, kenne ich den Andreas S., der fragt, wir haben doch ein Problem in unseren Städten. Ich frage mich, auf was bremsen und fahren in Zukunft die vielen E-Autos? Was geschieht mit den Benzinern und Diesel, die in Zahlung gegeben werden? Ja, also man kann natürlich jetzt eine tolle ideologische Auseinandersetzung darüber führen, was sozusagen die beste Antriebstechnik ist. Aber es muss uns doch klar sein, nach allem, was wir jetzt wissen, dass es so ist, dass fossile Energieträger nicht die Zukunft sind. Egal, wie wir da jetzt weitermachen, wir werden diesen Schritt nicht weitergehen können. Deshalb macht es auch wenig Sinn. Jetzt wird so eine scheinbar ideologische Auseinandersetzung begonnen. Ist das besser, jetzt mit Lithium-Ionen oder mit Brennstoffzelle zu fahren? Ist absurd. Wir werden wahrscheinlich noch viele andere Techniken parallel nebeneinander haben. Und die können auch nebeneinander existieren und können sogar vielleicht gleicher Art und Weise, ich meine, eine Brennstoffzelle ist auch nur eine Art Batterie. Ja. Wenn man die gleiche Form macht, dann kann man die in jedes beliebige Auto einbauen. Also eine absurde Diskussion, würde ich Ihnen raten, sich nicht darauf einzulassen. Kaufen Sie sich das, was am günstigsten und Sie am besten voranbringt. Aber überlegen Sie auch immer, muss es denn immer sein? Muss ich diese Fahrt denn immer machen? Denn einfach nur das eine durch das andere zu ersetzen, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Wir müssen auch dahin kommen, bestimmte Dinge weniger zu machen. Ja, genau. Kommen wir mal zum ganz anderen Thema. Infraschall. Infraschall ist sowas, was sozusagen jetzt benutzt wird, um den Menschen einfach Angst zu machen vor der Windkraft. Ja, Infraschall hört sich an wie Infrarot oder wie irgendeine Strahlung, die vielleicht irgendeine gefährliche Wirkung hat. Wenn man es versteht, was es ist, dann sieht man es vielleicht gar nicht mehr so gefährlich. Es ist praktisch durch die Rotoren einer Windkraftanlage ausgelöst, sind das Druckschwankungen, ja, die sozusagen sich fortbewegen von der Anlage. Und diese Druckschwankungen, die haben eine Ausdehnung, also Infraschall sind 20 Hertz, das kann man ausrechnen, wer diese Formel ausprobieren will, sind etwa 16,5 Meter oder bei einem Hertz
330 Meter, das hängt damit zusammen, es ist einfach die Ausdehnung von den Flügeln und da, wo sich sozusagen die Luft ablöst. Ne? Und die erzeugen Druckschwankungen, aber die sind so minimal klein, dass sie schon in wenigen 100 Metern von der Anlage entfernt praktisch untergehen. Also zum Beispiel in Niederum, wo ich herkomme, stehen solche Anlagen, dahinter ist eine Autobahn. Die Autobahn erzeugt auch solche Druckschwankungen und auch das Meer erzeugt diese Druckschwankungen. Und wenn man da stehen würde, würde man dann keinen Unterschied mehr merken. Es gibt auch keinen medizinischen Befund, dass das irgendwelche Auswirkungen hat. Trotzdem ist es überall in der Welt. Und wenn ich beispielsweise nach Marburg fahre, da sehe ich da überall so Plakate, Infraschall und Pistolen und Gewehre, als würden die Leute sozusagen direkt dadurch getötet. Sie können ein einfaches Experiment machen. Stellen Sie sich einfach mal entweder an ein Meer, eine Autobahn oder unter ein Windkraftwerk und probieren mal aus, ob Ihnen das irgendwas ausmacht. Ja. Weiter. Die Insektenkiller, also auch hier ist es so, dass eben die Zahlen, die genannt werden, sind angesichts der Zahlen, die, also erstmal, es werden angeblich 100.000 bis 200.000 Vögel pro Jahr durch die Windkraftanlagen getötet, angeblich werden 1.200 Tonnen Insekten pro Jahr getötet. Es gibt dafür keine wirklichen Werte und was man aber ziemlich gut nachvollziehen kann, ist die Menge der Vögel, die jährlich in Deutschland an Glas, Windschutzscheiben und durch Katzen, also gerade durch Katzen, das fand ich, das ist natürlich eine schlimme Äußerung. Ich weiß, ich habe mal eine Lesch-Kosmos-Sendung gemacht, genau darüber, wie viele Vögel die Katzen fressen. Ach du lieber Gott, da habe ich auch gesagt, seid ihr wahnsinnig, wollt ihr mich fertig machen? Also jetzt, ich habe meine Redaktion gesagt, seid ihr verrückt, mich auf so, aber es ist tatsächlich ein ganz erheblicher Teil und es gibt eine ganze Reihe von Ornithologen, die es natürlich auch wissen. Also insofern sind es sind immer wieder Auseinandersetzungen über vorgegebene Zahlenwerte, die dann aber vor allen Dingen auch im Vergleich zu all den Schadquellen, die wir sonst so haben, im Grunde genommen nicht weiter dazu beitragen, sondern sie werden immer ausdrücklich genommen, um diese Art von Technologie dann mehr oder weniger komplett abzulehnen, weil damit solche Schäden verursacht werden. Man sieht einfach hier drin, natürlich wird es sicherlich so sein, dass diese Anlagen, und zwar ganz egal, welche sie nehmen, immer irgendwelche Schäden anrichten können im Prinzip. Wir haben uns inzwischen allerdings so weit auf dem Planeten in Anlagen ausgebreitet, dass wir praktisch überall Schäden anrichten, und zwar ganz erheblich mehr durch das, was wir schon haben, als durch das, was wir in Zukunft noch brauchen, um zum Beispiel diese erneuerbaren Energien wirklich flächendeckend einzusetzen. Das muss uns klar sein, es muss uns aber auch klar sein, there is no free lunch. Wir werden das nicht umsonst, wir werden überall da, wo wir in die Natur eingreifen, wird die Natur entsprechend reagieren. Das ist immer so. Und wir werden natürlich immer wieder Wechselwirkungen mit der Natur haben, aber diese Vernichtungszahlen, die da genannt werden, die sind einfach falsch. Und wir nehmen es ansonsten immer mehr oder weniger unkommentiert, nehmen wir es hin, dass unsere Art und Weise, uns zu bewegen und auch ansonsten Industrie und andere Dinge zu betreiben in diesem Land, eine ganz erhebliche Auswirkung auf die Artenvielfalt und den Bestand von Vögeln und Insekten hat insgesamt. Insgesamt ist es so, dass mittlerweile diese ganze Diskussion zur Folge hat, dass die Windkraft praktisch die Weiterentwicklung abgewürgt worden ist. Es gibt praktisch keine neuen Windkraftwerke mehr, die gebaut werden und es gibt praktisch sehr viele, vorhin hat jemand gesagt, die Zahl kann ich bestätigen, beispielsweise hier bei uns in der Region 188 Windkraftwerke, die in den nächsten Jahren stillgelegt werden müssen, weil sie sozusagen ihre Zeit überschritten haben und nicht mehr neu genehmigt werden können. Das ist die Sache, wie wir jetzt mit diesem Thema umgehen. Wir haben das abgewürgt und das muss jeder wissen. Wer hier gegen Windkraft auf die Straße geht, muss wissen, wir werden sie vielleicht gar nicht mehr lange haben, wenn wir so weitermachen. Da ich selber ein bisschen in dem Projekt involviert war, das geht um Desertec, es geht also um die Frage, welche Fläche müssten wir tatsächlich auf der Welt von der Sahara begleistern mit Solarthermie, im Wesentlichen, um die Menge an Energie, die wir verbrauchen und selbst wenn wir noch ein bisschen mehr verbrauchen, bereitzustellen. Und darin sieht man mal, mit welcher überwältigenden Menge an Energie die Sonne unserem Planeten überschüttet. Das sind ja unglaubliche Mengen an Energie.
Wenn es uns also gelänge, friedlich miteinander zu leben und einen Teil unserer Wüsten bereitzustellen für große Solarthermieanlagen, und die zum Beispiel auch mitverwenden können, die Energiemengen, um Wasser zu entsalzen und viele, viele andere Probleme, die wir auf dem Planeten haben, das ist die Menge der Sahara, die wir brauchen. Das hier. Das sind grob 500 mal 500 Kilometer. Das ist nicht viel. Das heißt, wir sind durchaus als handelnde Menschheit, wären wir in der Lage, einem solchen Problem wie dem Klimawandel inklusive einem Übergang zur Energiewende, nämlich in die erneuerbaren Energien, und zwar nicht nur was den Strom betrifft, sondern bei allem, was wir verbrauchen. Also es geht dann um die sogenannte Primärenergie. Wir sind in Deutschland bei der Primärenergie, also bei all unseren Energiemengen, sind wir gerade bei 13% Erneuerbare angekommen. Beim Strom sind wir bei 40%. Aber sonst haben wir noch nicht mal richtig angefangen, die Energiewende zu vollziehen. Das heißt, was Sie hier sehen, ist eines dieser Projekte, wo man sagen würde, ja, wenn wir eine Menschheit wären, die sich als gemeinsam, also in einer Mitwelt zusammenlebend empfände, dann wäre so eine Anlage eine großartige, das wäre mehr als ein Apollo-Projekt. Und das Geld dazu ist vorhanden, die Fläche dazu ist vorhanden, es gab sogar mal einen Willen dazu. Es ist leider durch die politischen Entwicklungen in Afrika, in Nordafrika gestoppt worden, aber im Prinzip kann man sowas auf jeden Fall machen. Es gibt eine Reihe von großen Unternehmen, die sich dahinter stellen, die das nicht nur organisatorisch, sondern auch wirklich ganz konkret durchführen würden. Und ich hoffe, dass es mal irgendwann dazu kommt, weil das ist so ein Zeichen, dass wir im Prinzip sowas machen könnten mit allen möglichen technischen Schwierigkeiten, die noch dahinter sind. Aber das ist möglich. Es ist also nicht so, dass wir vor einem Himalaya-Gebirge stehen, den wir überhaupt niemals erreichen können. Wenn wir uns gegenseitig helfen, kommen wir auf den Gipfel, den wir erreichen müssten, bei so einer Energiewende tatsächlich hin. Und das ist, ein sehr hoffnungsvolles Zeichen, dass man es machen könnte. In der kleineren Variante könnte man es zum Beispiel in Spanien ausprobieren und damit für Europa nutzbar machen und so weiter. Also da ist auf jeden Fall vieles möglich, was wir heute leider Gottes gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, was man alles tun kann, wenn man nur will. Ja. Also ich will vielleicht hier dann auch zum Schluss kommen, was jetzt unsere Präsentation und unsere Ideen dazu betrifft. Ich will vielleicht hier an der Stelle nur mal sagen, du hast genau richtig gesagt, es ist hier kein technisches Problem wirklich, über das wir reden, sondern es ist ein Problem der Zusammenarbeit und des Willens von verschiedenen Ländern, von Menschen, und nicht ein Problem oder eine Welt, wie sie heute einige von den Politikern bauen wollen, wo jedes Land nur noch das macht. We are great again und wir sind die Einzigen und wir verhandeln nur mit denen. Wir machen keinen Multilateralismus, wir achten nicht mehr drauf, wie andere denken, sondern wir verfolgen nur unsere eigenen Ziele. Das ist eigentlich unser Problem und kein technisches Problem. Genau. Wir beide machen jetzt so ein kleines Schlusswort. Ich will hier vielleicht an der Stelle nur sagen, ganz toll, dass Sie so lange ausgehalten haben und sich diese komplizierte Sache reingezogen haben. Ja, das finde ich super. Wir haben Sie gequält, wir haben uns auch gequält, aber es war toll, mit so vielen Leuten hier zusammen zu sein. Vielleicht können wir draußen noch ein bisschen weiter diskutieren oder Sie können weiter diskutieren. Ich finde es wichtig, dass Sie irgendwo, wo Sie sind, das Ganze unterstützen und mit vorantreiben, egal sogar in welcher Partei. Wir machen das von den Grünen, Sie sind alle eingeladen, aber machen Sie es auch gerne in anderen Parteien, egal wo, von mir aus auch in der AfD. Kümmern Sie sich darum, dass diese Probleme in den Parteien gelöst werden und damit wir weitere Schritte machen können. Ich fand's toll. Am tollsten fand ich, dass wir zwei das gemacht haben. Danke. Das stimmt. Danke.